Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sachs Audio. Your sound, your style, your speakers. Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 vom Cinecast. Ich begrüße euch heute in kleiner Runde. Ich muss vielleicht vorab an unsere Hörer ein paar Worte richten, weil ich auch schon gefragt worden bin, wann und wo denn Henrik wieder auftauchen wird. Da muss ich euch leider enttäuschen. Es kann gut sein, dass er vielleicht mal wieder als Gast vorbeischaut und mal dabei ist. Aber als festes Mitglied wird er es leider zeitlich nicht mehr schaffen. Und ja, generell, er sagte halt auch, nee, mit so wenig Feedback von euch Hörern, da hat er keinen Bock mehr. Ja. Nein, also wie gesagt, er wird es leider nicht schaffen. Terminlich, beruflich ist er so eingespannt. Dann hat er gesagt, dann möchte er, wie gesagt, hauptsächlich nur noch als Gast dazukommen, aber nicht mehr als fester Bestandteil. Und deswegen wird es auch noch ein paar andere Änderungen geben. Die Webseite war bisher immer gehostet beim oder über Henrik beim dercinecast.de oder logenzuschlag.de. Der wird in Kürze umziehen. Ich habe eine andere Domäne sichern können, cinecaster.de. Einzahl in dem Falle, der Name des Podcasts bleibt erstmal erhalten, Cinecast, aber ich bin dann im Endeffekt der Cinecaster. Von daher bleibt das so. Und wie ihr es auch in den letzten Folgen schon gehört habt, das Konzept bleibt ähnlich. Ich lade mir halt einen Gast ein und mit dem ich dann halt über die aktuellen Filme oder wie heute über die Top 10 Filme 2017 plausche. Ja, und heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der war bereits schon mal bei uns zu Gast und ich freue mich, dass er wieder die Zeit finden konnte. Hallo lieber Daniel P. Schenk. Hi Jan. Hi Daniel. Schön, dass es geklappt hat. Ja, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wann es das letzte Mal war, aber könnte fast schon ein Jahr sein, ein Dreivierteljahr. Das klingt realistisch. Das war so in dem Zeitraum, als mein Film Beyond the Bridge rausgekommen ist, meine ich. Genau. So in dem Zeitraum, ja, genau. Und das ist schon, das kann dann schon ein gutes Jahr passiert sein, ja. Genau, ist in dem Jahr, kannst du ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du denn so das letzte Jahr dann so getrieben hast. Ja, hatte ich schon mal im letzten Podcast so ein bisschen angedeutet, dass ich mich direkt nach meinem Film Beyond the Bridge mal ein bisschen einem anderen Thema widmen wollte, nämlich nicht direkt meinem nächsten Filmprojekt, sondern einem Livestreaming-Projekt, das dann auf YouTube veröffentlicht wurde und wird, nämlich Story Nights TV. Story Nights TV, das muss man sich so vorstellen, dass an einmal pro Monat, nämlich an jedem ersten Samstag des Monats, ich zusammenkomme mit vier Spielern und wir an einem Tisch sitzen und sogenanntes Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen. Und das den kompletten Tag über. Zuschauer können auch Einfluss nehmen auf das Geschehen über einen Chat, über einen Discord-Chat. Und das wird dann später in einzelnen Clips eben auch nochmal auf YouTube dann langfristig verfügbar gemacht. Und das ist jetzt gestartet im September 2017 und jetzt, gerade letzte Woche hatte ich die Story Night 5 und so geht das erstmal noch einen Moment weiter bis zur Mitte des Jahres und dann schauen wir mal, wo wir dann da stehen, auch mit dem Feedback, auch mit der Patreon-Kampagne, weil das Ganze ist dann sozusagen das Flaggschiff meiner Patreon-Kampagne. Ja. Wo ich halt eben dann so einen monatlichen Support haben möchte, aber eure Zuhörer kennen das ja, ihr seid ja auch bei Patreon. Genau, das ist für uns ein nettes, kleines Nice-to-have-Feature, um halt die Kosten ein bisschen reinzukriegen. Wir können halt zum Glück davon zum Glück noch nicht leben, oder ich muss davon nicht mehr leben, macht das halt nebenbei. Wo findet man deine Patreon-Kampagne? Mehrere Wege, also das Einfachste ist wohl einfach über meine Webseite danielpschenk.com und dann /Patreon, P-A-T-R-E-O-N, weil die Plattform hat ja irgendwie sich ein E reingeschmuggelt.
Und das ist einfach eine Weiterleitung, die führt dann halt eben direkt auf die entsprechende Kampagnenseite auf patreon.com. Also wann immer man mich irgendwie suchen möchte, einfach Daniel Pischenk in Google eingeben, da findet man meistens auch schon die Links. Oder eben auch über StoryNightsTV. Also wenn man auf meinen YouTube, auf den YouTube-Kanal von StoryNightsTV geht, da findet man dann auch überall Links zur Kampagne. Und das ist aber schon jetzt dein Hauptaugenmerk aktuell, oder machst du parallel noch andere Geschichten? Oder bereitest du schon irgendwas anderes noch vor? Genau. Also im Hintergrund laufen auch immer andere Sachen. Also eine andere Sache, auch jetzt nicht gerade dem Thema Cinecast zuträglich, aber was ich halt eben auch mache, ist einen Serienroman schreiben, weil ich war auch Autor noch bevor ich meinen ersten Film, bevor ich hier Gamer's Day, mit dem ich einige Popularität erlangen konnte, veröffentlicht habe, war ich schon als Autor unterwegs. Und das habe ich jetzt auch in der letzten Zeit einfach mal wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Und dieser Serienroman, der wird wahrscheinlich auch ab Sommer erscheinen, zumindest mal die erste Ausgabe oder die erste Episode davon. So ein bisschen Sci-Fi, Mystery-Thriller kann man sich vorstellen in die Richtung. Und ansonsten schreibe ich auch, wann immer ich Zeit finde, auch am Drehbuch für meinen nächsten Film. Aber das ist noch eine Geschichte, die ist noch ziemlich weit von einer Fertigstellung entfernt. Und wenn das Drehbuch fertig ist, dann gehen erst die ganzen nächsten Schritte los. Also wie wir das ja schon beim letzten Podcast ein bisschen angesprochen haben, dann der ganze Finanzierungsmarathon und die ganzen Dinge, die dann da noch so auf einen warten. Das heißt, das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, man muss einmal eine gute Idee gehabt haben, ne? Wie damals bei dir mit A Gamer's Day, war passender Zeitgeist. Wir hatten den, vielleicht kennst du sicherlich auch den Darth Maul Apprentice Film. Da hatten wir den Darth Maul hier bei uns im Cinecast und ja, die sehr sind geiles Ding auch gewesen, damit durch die Decke geschossen und haben sich damit dann schon einige Möglichkeiten sicherlich erarbeitet. Ne? Dafür, dass sie damit ja auch kein Geld verdient haben. Ja. Was hast du denn zuletzt gesehen? Das ist ja immer so eine beliebte Frage. Was guckst du aktuell? Serie, Film, ist eigentlich egal. Schieß mal los. Gute Frage. Also das, was ich jetzt zu allerletzt geguckt habe und was ich wahrscheinlich heute nach diesem Podcast weitergucken werde, ist auf Amazon Prime die Serie Philip K. Dick's Electric Dreams oder Electrical Dreams. Ich glaube Electric Dreams. So, das ist eine Anthologie, so ein bisschen im Stile von Black Mirror. Dieser anderen Kurzfilmreihe auf Netflix, wo in jeder einzelnen Episode eine Kurzgeschichte von dem Autor Philip K. Dick verfilmt wurde, weil Philip K. Dick gilt als einer der großen Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts. Also er hat die Vorlagen geschrieben zu Blade Runner, zu Total Recall, zu auch obskureren Filmen wie Screamers, Paycheck. Es gibt noch zwei, drei andere. Und gilt auch deswegen halt als großer Visionär. Hat den großen Erfolg, seinen großen Mainstream-Durchbruch eigentlich gar nicht mehr selbst erlebt, ist um 1982 gestorben, noch vor dem Release von Blade Runner. Hat eigentlich in den letzten Jahren und fast schon, ja, auch unmittelbar nach seinem Tod eine ziemliche Renaissance erfahren. Und da habe ich auf diese Serie, auf Philip K. Dick's Electric Dreams, habe ich sehr, sehr lange gewartet, weil ich habe auch schon vorher seine ganzen Kurzgeschichten gelesen und war sehr, sehr neugierig, wie das sich halt eben so gestaltet. Und ja, ist interessant. Also ich möchte erstmal nochmal alle Folgen gucken. Ich würde mir gerne auch mal die eine oder andere Kurzgeschichte dazu durchlesen. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Man kann es sich vorstellen wie Black Mirror ein bisschen. Das klingt super. Ich kannte die Serie auch noch gar nicht, oder hab's jetzt zum ersten Mal gehört, habe ich mir direkt aufgeschrieben. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, dass ich irgendwie eher immer Richtung Netflix tendiere, obwohl ich auch beides habe. Muss ich sagen, bei Amazon fehlen mir manchmal noch so die Kracher oder die präsentieren es schlecht. Absolut, also beides gute Stichpunkte. Gerade die Präsentation, also ich habe gerade vor kurzem ziemliche Hasstirade abgelassen, nicht auf Amazon, sondern vor allem auf Sky, was ich finde hat eine Nutzerführung hat wie Ende der 90er. Also ich verstehe es einfach nicht, wer da bezahlt wird, um dieses User-Interface zu bauen bei Sky. Und ich finde, Amazon Prime hat das gleiche Problem und auch das verstehe ich nicht so ganz, weil wenn man das in den direkten Vergleich setzt zu Netflix, einfach allein schon von der Benutzerführung, was für Welten dazwischen liegen. Und dann natürlich, wie du sagst, also der Content. Ich bin auch eigentlich meistens auf Netflix unterwegs, nur dann, wenn ich halt gerade nichts finde, dann gehe ich mal so ein bisschen fremd sozusagen auf Amazon und schau mal, was die da noch so haben. Ja, also ab und zu schaue ich da auch mal rein. Die haben ja halt so ein Stichwort Vikings zum Beispiel, was immer ganz gut ist.
Ja gut, Kevin Can Wait, auch eine Serie, die ich ab und an mal mit meiner Frau zusammenschaue. So nette Unterhaltung, so King of Queens Revival halt, ne? Sneaky Pete kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist jetzt, hat es jetzt nicht auf meine Liste der Top Ten geschafft, aber fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja, auch Radford, aber so, noch nicht gesehen, ja. Also es ist so, also wenn du gerade nichts Besseres in deinem Stack hast, ist das auf jeden Fall eine sehr angenehme Serie. Bryan Cranston hat sie mitproduziert, also hier der Breaking Bad Darsteller, hat auch eine kleine Rolle selber mit drin, und es geht um so einen Con-Artist, der sich da so ein bisschen Identitätsdiebstahl begeht, und eigentlich ganz spannend gemacht. Also das sind dann so einzelne Sachen, die dann mal bei Amazon auch rausstechen. Und ich glaube, ganz kurz, ich glaube American Gods, war das nicht auch eine Amazon Prime-Geschichte? Ist auch American. Weil das ist, ist auch American, sag ich schon. Ist auch Amazon, genau. Ja. Richtig. Genau, weil das ist nämlich zum Beispiel eine Serie, die es dann auch mal auf meine Top 10 geschafft hat, direkt von Amazon. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich auch totaler Netflix-Fanboy. Ja, Amazon kommt ja bald mit Herr der Ringe, ne? Das wird dann vielleicht deren großes Ding, ne? Wollen sie ja gern. Stimmt. Ja, ich warte es ab. Ich bin gespannt, was sie da rausholen. Also ob es dann, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das Konzept ist. Ob sie das Silmarillion, also ob sie diesen ganzen mythologischen Unterbau verfilmen wollen, oder wollen sie einfach nochmal den Herr der Ringe aufstückeln in Serie? Das habe ich jetzt noch nicht ganz mitbekommen. Das weißt du da? Weiß man da ja schon mehr? Also was ich gehört habe, ist, dass die quasi die Geschichte zwischen, also eine Geschichte zwischen Hobbit und Herr der Ringe zeigen wollen. Okay. Von daher, Hast du natürlich Möglichkeiten, Gandalf oder halt auch andere Gastauftritte da drin einzufügen, aber der Hauptarc oder so kann ich dir natürlich auch noch nicht sagen, oder worum es da jetzt genau im Detail geht. Ja, okay, aber das verstehe. Ist so die zeitliche Einordnung. Ja, wenn wir kurz bei Serien sind, ich habe zuletzt als Serie wirklich durchgesuchtet, weil es super spannend war, The People vs. O.J. Simpson gesehen auf Netflix. Was, glaube ich, vorher auch schon auf Sky lief, aber da habe ich es irgendwie verpasst. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ich habe irgendwie so viel O.J. Simpson gerade in meinem Kopf, aber ich glaube, ich verwechsel das mit An American Crime, meine ich. Das ist der Untertitel. Ja, die erste Staffel von American Crime heißt The People vs. O.J. Simpson. All right. Ja, genau. Ja, die hat mir auch gut gefallen. Ja, fände ich super. Auch John Travolta und auch Cuba Gooding Jr. Der Cast war halt schon alleine super, ne? Und wenn du dann auch parallel, ich war halt dann auch neugierig, habe immer parallel mir auch mal die Originalcharaktere angeschaut. Die sahen ja schon ziemlich gut aus. Also auch die Szene mit dem Handschuh, wo O.J. Simpson den Handschuh anziehen sollte, war ja fast sah eins zu eins aus. Ja. Und diese Vermischung mit der Realität ist schon echt krass bei sowas, ne? Wie ging der Spruch, if it doesn't fit, you must quit? Irgendwie so, ja. Genau. Und David Schwimmer, mal wieder sehen, zuletzt habe ich den, glaube ich, in Band of Brothers so richtig bewusst wahrgenommen, oder halt Friends, ne? Ja, stimmt, mit seinem graumelierten Haar, irgendwie so grau-schwarze Strähnen irgendwie drin, ne, so als der gute Freund von O.J. Simpson. Ja, genau, Freund und Anwalt. Und auch da habe ich mir das Originalbild angeguckt, der hatte das auch so, ne? Also das ist eins zu eins nachgestellt, diese Haare. Der hat den Kardashian gespielt, oder? Das war der Urvater des ganzen Kardashian-Clans. Ja, Robert, ne? Robert Kardashian hieß der, meine ich. So, ja. Oder auch diese Marsha oder so. Ich habe das damals in den 90ern gar nicht so extrem bewusst wahrgenommen, aber in den USA ging das ja richtig los da, ne? Im Fernsehen. Live-Übertragung der kompletten Verhandlung, der Flucht und alles, ne? Ja. Ja, der Prozess des Jahrhunderts, ne, wurde ja auch oft betitelt. Und ich habe das damals auch mehr so, ich glaube, man war auch einfach nicht im richtigen Alter dafür, und man hat auch in dem falschen Land zusätzlich. Aber diese Serie hat das wirklich, finde ich, echt nochmal richtig gut hochgekocht und aktuell gemacht. Und wie krass es sein kann, dass so einer dann freikommt, ne? Das ist, und ich glaube, ein Spruch war auch heftig, am Ende. Ja. Das ist das erste Mal, dass ein Schwarzer nicht verurteilt wird, weil er schwarz ist, ne? Da ist dummerweise was dran, ne? Das ist so. Später wurde ja dann im Zivilgerichtsprozess ja doch noch schuldig gesprochen. Das heißt also zu großen Strafzahlungen dann auch verurteilt. Und der größte Witz ist dann ja wirklich, dass er dann für diese andere Geschichte dann ja auch wieder für 10 Jahre in den Knast gegangen ist, weil er irgendwie auch bewaffneten Raubüberfall gemacht hat und sich irgendwelche seine eigenen Fan-Reliquien da zurückklauen wollte. Und ja.
Naja. Jetzt ist er wieder, glaube ich, draußen und jetzt klagt er, glaube ich, irgendeine Hotelkette an. Also der Typ ist leider komplett durch den Wind. Also gerade bei der nackten Kanone fand ich ihn halt immer noch super als Proc da. Und deswegen konnte ich mir damals als Jugendlicher oder als Kind, wie ich die Filme gesehen habe und das gehört habe, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Hey, ich dachte, das kann doch gar nicht sein. So ein netter Kerl ist doch gar nicht möglich, sowas. Ne? The Juice, der war ja auch extrem beliebt, auch in der Bevölkerung, in der amerikanischen, ne? Also es hat ihm sicherlich auch viel in die Hände gespielt. Also es war dann wirklich, plus natürlich an diesem sehr findigen Anwalt, der dann auch einfach gewusst hat, wie er das münzen kann, wie auch dieses ganze Rassismus-Thema halt eben dann auch münzen und, naja, man muss fast schon sagen, missbrauchen kann, dann zum Vorteil halt dann seines Mandanten. Also es war wirklich eine gute Serie, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich freue mich halt da auch auf die zweite Staffel, das wird dann Versace, glaube ich, ne? Versace, ja. Ja, ich genau, den Mord an diesem Modeschöpfer, ich meinte auch Versace oder einer aus der Riege, aber ich glaube, da bin ich halt auch dann sehr gespannt auf Cast und auf Umsetzung. Also, wenn die das ungefähr so gut hinkriegen wie jetzt in die erste Staffel, freue ich mich auf sowas. Das macht echt Spaß. Ja. Ja, das habe ich gesehen, plus, wo wir gerade schon fast waren, Black Mirror habe ich mir jetzt fast alle Folgen der vierten Staffel angeschaut. Ich glaube, die letzte, Black Museum fehlt mir noch. Oder Black Museum fehlt mir noch. Black Museum ist die letzte? Ja. Fragezeichen, weil die hab ich gesehen. Ich dachte aber irgendwie in meinem Kopf, ich hätte noch ein, zwei Folgen zu gucken, aber schade, ja, dann habe ich sie auch komplett durchgesehen. Nee, das muss die letzte gewesen und sein. War auch echt eine sehr, sehr schöne Staffel. Also wird ja auch von vielen Seiten auch, glaube ich, gesagt, dass es wirklich auch nochmal diesen Produktionssprung auch nochmal sieht. Haben ja auch wirklich tolle Schauspieler auch gehabt, ein gutes Ensemble, wirklich gute Storys. Welche fandst du am besten? Black Mirror auch toll. Tja, jetzt muss ich das. Also, gute Frage. Mir hat die Schwarz-Weiß-Folge ziemlich gut gefallen, weil ich die Atmosphäre sehr, sehr eindringlich fand. Dieser Robo-Doc, der halt wirklich ja durch diese apokalyptische Welt verfolgt und du hast irgendwie keine Chance. Und ich meine, er ist irgendwie klein und trotzdem tödlich. Und egal, was du tust, irgendwie, er ist zäh. Und dann gibt's siehst du einfach am Schluss, dass du eh keine Chance mehr hast in dieser ganzen Welt, weil sie halt komplett bevölkert ist von diesen Killer-Drohnen. Also da hat mir die Atmosphäre sehr, sehr gut gefallen. Ich fand Black Museum, die du noch nicht gesehen hast, die fand ich auch auch ganz interessant, wobei auch schon sehr, sehr krass so auf Plot-Twister gemacht, ich finde, aber hat dann durchaus, also hat, fand ich, hat gut funktioniert als so eine, eigentlich als so eine Horror-Episode, weil sie halt mehrere Mini-Geschichten in sich vereint, die allesamt so Horrorvorstellungen haben rund um das Thema Neurologie und also Verstand transferieren in andere Körper, in andere Behälter sozusagen rein. Und mit dem Thema haben sie echt sehr gut variiert. Genau, und was ich schon gelesen habe, also ich weiß nichts über die Story, aber ich weiß, dass wohl in dem Museum schon, oder dass dort Sachen auftauchen sollen, Gegenstände, die in vorigen Staffeln schon mal aufgetaucht sind, was ich ja auch schon wieder ganz nett finde von der Idee her, dass man da halt dann alte technische Sachen halt wieder zeigt, die man in irgendeiner Staffel vorher gesehen hat oder so. Ja, das stimmt. Also jetzt wo du sagst, tatsächlich, ich habe vorhin nicht drauf geachtet. Ich dachte mir nur so, ach ja, guck mal, diese Technologie, die kommt mir bekannt vor. Ich denke, sowas Ähnliches haben sie schon mal gemacht bei Black Mirror. Dass das aber so ein explizite Hommage gewesen ist, ja, jetzt wo du sagst, ja, funny. Es ist, hat auf jeden Fall auch gut, hat auch gute Story gedient, kann man aber sagen. Aber es ist interessant, dass du die Folgen, die du jetzt gerade so erwähnt hast, in Anführungsstrichen in den Vordergrund geschoben hast. Für mich ist es fast genau andersrum. Ich fand, okay, ich bin tracky. Ich fand die erste Folge genial. Also die Idee mit dem Virtual Reality und mit dieser Star Trek Hommage, das vor allem, es hatte auch was von Westworld mit diesen Figuren, die halt gefangen sind und gegen ihren Willen gehalten werden, wo dann halt auch der in der realen Welt seinen Chef spielt, der in dieser Serie in der virtuellen Realität so im Grunde den Mr. Spock spielt, nenne ich es mal. Das ist ja auch der Cowboy mit dem schwarzen Hut aus Westworld. Also allein da, die Parallelen finde ich super. Und ich finde generell die Schauspieler super, sowohl den, ich nenne ihn mal den Matt Damon für Arme aus Breaking Bad, da hat er ja mitgespielt. Ach, hat er nicht auch den Metzger gespielt in Fargo Staffel 2? Genau. Ja. Ja, genau, ich da kann super. Ich, da der kann hat ich immer ja, so genau. Eine skurrile Art. Das ist echt super. Ja. Ja.
Nein, also ich muss sagen, diese Episode hat mir auch sehr gut gefallen. Ich war jetzt nur so ein bisschen, ich habe in meiner Panik versucht zu gucken, was in meinem Kopf einfach irgendwie greifbar war. Und da kam mir halt eben dann gleich die Schwarz-Weiß-Serie in den Kopf. Aber das stimmt, die hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich fand auch diese Hommage, auch das Intro ist ja auch so bewusst auf 60er-Jahre-Qualität gemacht. Ja. Schlechtes Bild. Ja, genau. Also und ich fand es dann sehr angenehm, dass die Story so gebaut war, dass die Charaktere schon, können wir hier spoilern? Dürfen wir es uns erlauben, hier zu spoilern? Oder sollen wir da ein bisschen vorsichtig sein? Wir sagen es ja jetzt. Also ja, darfst du. genau, also Achtung, Spoiler. Ich fand es angenehm, dass die Charaktere eigentlich schon, dass die Story so gebaut ist, dass die Charaktere bereit sind, auch zu sterben, einfach für das höhere Ziel. Das ist halt eben, dass sowas nicht nochmal passiert, wie dieser Typ da macht. Und es dann trotzdem halt ein unerwartetes Happy End gibt. Ja, sagen, oh, okay, damit haben wir nicht gerechnet. Wir waren bereit, da für uns zu opfern. Und naja, es gab einfach einen Bonus obendrauf und wir haben es selbst auch noch lebendig rausgeschafft aus dieser isolierten virtuellen Welt in eine größere, offene virtuelle Welt rein. Ja, es wäre, das fand ich auch sehr angenehm, es wäre halt die Erlösung sonst gewesen, ne? Weil da wäre der Tod wirklich die Erlösung schlechthin. Und auch kleiner Fact nebenbei, ich habe es zwar in Deutsch gesehen, aber ich habe es gelesen, wenn die dann in dieser, quasi im Internet sind und den ersten, der da mit denen da, glaube ich, auch wichsen will oder was weiß ich, das ist die Stimme von Aaron Paul von Breaking Bad. Ja, habe ich erkannt. Habe ich erkannt. Also ich habe es in Englisch gesehen und ich habe sofort gesagt, das ist Aaron Paul. Weil ich kenne seine Stimme auch deswegen so gut, also weil ich ihn auch so abfeiere bei BoJack Horseman. Da spielt er ja auch den Couchsurfer, also den Freund von dem Pferd. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, auch einer meiner Lieblings Zeichentrickserien sozusagen. Und daher hat sich die Stimme bei mir halt auch total eingebrannt von ihm. Und es war auch, also hat auch super geil gepasst in diesem Moment halt. Absolut, ja. richtig schöne Anlehnung an halt so den die freien Server da draußen in MMOs. Und auch die Folge danach. Wusstest du, dass die Jodie Foster Regie geführt hat? Ja, das wusste ich, weil ich gucke sehr gerne Late Night Leute, so Stephen Colbert und die ganzen amerikanischen Late Night Hosts, und da war sie halt mal zu Besuch und dann habe ich das da über die Richtung mitbekommen. Richtig, diese Mutter und Tochter Geschichte. Stimmt, ja, die fand ich auch, also das fand ich halt wirklich eine interessante, auch einen warnenden, also einen sehr interessanten pädagogischen Fingerzeig schon fast. Also einfach, weil man es wirklich sehr, sehr, sehr relatable ist und man sich wirklich diese Frage halt stellen muss. Und ich meine, wir auch schon heute ja schon fast in diesen Punkt gekommen sind, wo halt Eltern diese extreme Form von Überwachung auch schon anwenden können, wenn sie das wirklich wollen. Und also das war wirklich nicht mehr, der Schritt zu diesem Universum, der war nicht mehr so weit zu gehen. Und insofern fand ich das auch sehr interessant. Gut, dann bringen wir es in Kurzform eben zu Ende. Dann gab es ja noch die Folge mit der Dame, die alle möglichen Leute umgebracht hat, nenne ich es mal, ohne groß zu spoilern. Das muss ich gerade nachdenken. Also die so eine Kurzhaarige, die jemand umfahren. Ja. Und die fand ich halt sehr krass. Ich sag nur die Szene mit dem Baby. Also da war, als Vater war dann alles vorbei in dem Moment. Ja. Total. Und dann natürlich halt, na, die große Pointe, dass der Hamster. Dass der Hamster eigentlich, dass die Gefahr war, dass das Kind war ja blind. Das war ganz schlimm. Krass. Das war fies. Das war eine richtig fiese dystopische Folge, ja. Also richtig gemein, so auch sowohl für die Figuren in der Welt als auch für den Zuschauer. Ja, das stimmt. Also man kann festhalten, das ist wirklich eine durch und durch gelungene, schöne dritte Staffel gewesen. Also vierte. Vierte schon, sorry. Staffel schon gewesen. Das war die vierte, ja. Hat da gab es auch die Dating-Folge, ne? Also mit dieses Tinder in wie dieses virtuelle Tinder-Chancen. Ja, stimmt. Das war auch gut. Ich hatte irgendwie nur so ein bisschen, also ich fand es interessant, dass es halt wirklich so aufgebaut ist wie ein Test und der Beweis, dass die Liebe, also man, sie wissen dann, dass sich beiden Leute lieben, wenn sie bereit sind, gegen alle Chancen und Wahrscheinlichkeiten halt da diese Rebellion anzuzetteln. Aber irgendwie den letzten Kniff, dass das dann wiederum alles eine Simulation war, die tausendmal abgespielt wurde. Das hat irgendwie, da haben sie mich verloren. Da habe ich nicht mehr so ganz verstanden, warum man das so kompliziert verkopfen muss, warum das nicht irgendwie auch ein bisschen simpler hätte funktionieren können. Aber den ganzen Aufbau und die Idee dahinter, das fand ich schon ganz nett. Und auch hier wieder natürlich ein interessantes Gedankenspiel. Ja, ganz genau. Fand ich genauso. Also die Auflösung am Ende fand ich auch nicht gerade, hätte man sich vielleicht was Besseres noch einfallen lassen können, ja.
Ja, es war so ein bisschen irgendwie so, ich weiß auch nicht, von hinten quer durchgeschossen. Also. Ja, und man musste auch erst sich nochmal kurz, also meine Frau und ich haben das zusammengeguckt, wir mussten echt uns kurz nochmal anschauen und nochmal kurz drüber nachdenken und dann, ah, so war das gemeint, alles klar. Weil es dann doch ein bisschen verwirrend war, wie die Mauer da hochgeklettert sind. Ja, yeah, genau. Ja, da war ich zuletzt im Kino noch in, vielleicht das nochmal kurz, Liam Neeson, The Commuter, der Pendler. Seit gut 10 Jahren pendelt der Versicherungsmakler und Ex-Cop Michael McCauley Tag für Tag zwischen seinem Arbeitsplatz in Manhattan und seinem Wohnort vor den Toren von New York. Er ist ein sogenannter Commuter, zu Deutsch Pendler, und liefe alles wie an jedem Tag, wäre das der langweiligste Film der letzten 1000 Jahre. Aber an dem Tag, von dem hier die Rede ist, ist alles anders. Es beginnt damit, dass sich eine mysteriöse Fremde zu ihm setzt und zu plaudern beginnt. Ach ja, wenn es jetzt gleich ein wenig rauscht, keine Panik, ihr Radio ist nicht kaputt, wir sitzen in einem Zug. Was wäre, wenn ich Sie darum bitten würde, eine kleine Sache zu erledigen? Eine Sache, die für Sie bedeutungslos wäre, aber es hätte gravierende Auswirkungen auf ein anderes Individuum in diesem Zug. Würden Sie es tun? Ich würde wissen wollen, worum es sich handelt. Spielt es eine Rolle? Oh, ich denke schon. Wieso sollte ich es dann tun? Weil es eine Belohnung gibt. Belohnung? Das klingt gut, zumal er gerade heute gekündigt wurde. Zufall? Aber was genau soll er dafür tun? So rein hypothetisch. Jemand in diesem Zug gehört nicht hierher. Sie müssen nichts weiter tun, als ihn zu finden. Diese Person trägt eine Tasche, aber darin befindet sich etwas, das sie gestohlen hat. Und damit sitzt unser Antiheld in der Zwickmühle. Zwar ahnt er, dass die gesuchte Person, sobald er sie ausfindig gemacht hat, keine langfristigen Pläne mehr machen sollte, auf der anderen Seite lacht aber eine nicht gerade geringe Aufwandsentschädigung. Außerdem macht ihm die Unbekannte unmissverständlich klar, dass es auch um die Gesundheit seiner Familie geht. Das ist die Ausgangsprämisse für The Commuter, was die inzwischen 4. Zusammenarbeit zwischen dem Action-Oldie Liam Neeson, der Mann ist 65, und dem spanischen Regisseur Jean Colette Sierra ist. Und auch dieses Mal geht es ausschließlich darum, den Adrenalinspiegel der Zuschauer nach oben zu treiben und dort zu halten. Dafür wird das Motiv vom Durchschnittstypen, der unvermittelt in eine Verschwörung hineingezogen wird, mit allen Mitteln und in allen Facetten durchgespielt, das selbst Regiegott Alfred Hitchcock, der selbst mehr als ein Meisterwerk nach diesem Rezept geschaffen hat, seine helle Freude daran hätte. Nun wollen wir die Latte aber mal nicht ganz so hoch hängen und The Commuter den einen oder anderen Durchhänger in der Logik und bei den Special Effects zum Grande Finale verzeihen. Auch wird der eigentlichen Story-Idee nicht viel Neues hinzugefügt. Hat die Rakete erstmal gezündet, schaltet die Geschichte auf Autopilot und es gibt keine nennenswerten Kursänderungen mehr. Trotzdem spürt man, wie alles, jede Kameraeinstellung, jedes Puzzleteil der Handlung, die Musik, die Soundeffekte und jede Andeutung einer Lösung zu einem Strudel wird, der in einem Trichter zusammenläuft und den Zuschauer mit sich zieht. Und viel mehr kann man von einem Thriller nicht erwarten. Und deshalb Ticket kaufen, Türen schließen und Abfahrt. Hab ich schon nicht gesehen. Typischer Liam Neeson-Action-Film, so wie man ihn die letzten Jahre eigentlich kennt. Aber mir macht es halt Spaß. Patrick Wilson spielt mit. Wenn wir schon bei Fargo gerade Staffel 2 waren, ne? Patrick Wilson, der Cop. Stimmt, oder ja. Conjuring, da spielt er, glaube ich, auch mit. Der Vater, glaube genau. ich, oder? Ja, und da schließt sich auch der Kreis. Jetzt komme ich nur nicht mehr auf ihren Namen. Eva, diese Blonde, die auch bei Conjuring spielt, die Frau, die spielt auch in Bates Motel, die Mutter von Norman Bates. Die spielt okay, auch mit. Okay, ich hab das Gesicht. Ja, ja, ja. Genau, das Gesicht, das kennt man. Und vielleicht grob zur Story. Liam Neeson ist ein Pendler, der halt jeden Morgen, jeden Abend hin und her mit der Bahn fährt. Und eines Tages, ohne jetzt ins Detail zu gehen, spricht halt die Dame, von der wir gerade sprachen, sprach ihn an und meint hier, was würdest du tun? Ich sag mal, für 100.000 Euro sollst du nur jemanden hier im Zug finden und mehr nicht. Das ist erstmal die Ausgangssituation, dann verschwindet sie und das entwickelt sich natürlich nochmal alles ganz anders und wird richtig, oder fand ich relativ spannend und auch ein paar nette Kamerafahrten. Also mit der Kamera hat er auch viel gespielt, so Koppen.
einmal komplett durch den Zug, so rückwärts durch die Abteile durch und so. Also war ganz nette Spielerei. Und wie gesagt, wenn man auf so Liam Neeson Actionknaller steht oder gerade vielleicht, wenn man Nonstop mochte, wird man mit Sicherheit mit dem Film auch Spaß haben. Also ich habe ihn auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Also es gehört zwar nicht zu meinen größten Versäumnissen des Jahres, aber also er wird auf jeden Fall auch noch bei mir vor der Mattscheibe landen. Weil ich bin auch ein großer Freund von Liam Neeson. Ich mag auch seine Actionfilme. Also heißt er Liam? Ich sage immer Liam. Aber Liam? Oder? Nee. Das will ich, da rudere ich zurück. Ich weiß es auch nicht. Also von daher alles gut. Herr Neeson, genau. Okay. Ja, mir ist übrigens aufgefallen, es ist im Endeffekt nachdem seine Frau tragischerweise, glaube ich, auch an Krebs sehr früh gestorben ist, seitdem macht er einen Film nach dem anderen und meistens auch nach diesem, fast nach dem gleichen Konzept, ne, dass er dieser Actionstar ist und weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt, ob er sich damit vielleicht aus der Realität so ein bisschen flüchtet oder ja, in die Arbeit stürzt quasi. Aber für mich ist er auch momentan so der einzige richtig coole Actionheld, oder? Also so was wie in den 90ern, ja, ganz blöd gesagt, ein Schwarzenegger oder ein Stallone war, ist doch jetzt aktuell so in den 2000ern typisch Liam Neeson. Ja, also mir fällt jetzt auch gerade keiner ein, der aktuell so an dieser Front spielt. Also ich meine, ich finde es halt interessant, dass das alles, also dass überhaupt diese ganze Altherren-Renaissance, ne, dass du halt, dass es irgendwie total locker machbar ist, dass du halt eben sowohl Arnold Schwarzenegger als auch Sylvester Stallone wieder aus dem Ruhestand holst. Und ich meine auch Liam Neeson ist ja auch mit seinen 65 oder so auch nicht mehr der allerjüngste. Ich finde es halt faszinierend, dass das, also das auch als Selbstbeobachtung bei mir, dass mich das überhaupt nicht stört, dass ich sage, das ist cool. Also irgendwie sein Alter gibt ihm so eine gewisse Gravitas. Und sage ich, wow, also wenn er dann wirklich richtig wütend ist und seine Tochter wiederhaben will und das halt eben ins Telefon spricht, dann hat das halt eben auch irgendwie so einen Effekt und du glaubst ihm, du nimmst ihm das ab, dass er halt einfach ein ganzes Leben lang ein Arschtreter gewesen ist und deswegen. Also ich finde ihn auch gut. Und er hat halt mehr noch diesen Everybody's Darling-Charme als einen Schwarzenegger, weil er halt so ein Normalo ist, in Anführungsstrichen, ne? Also ein normaler Vater. Und natürlich auch natürlich auch, also da merkt man, denke ich, auch diesen Charakter, Darsteller, Hintergrund auch an. Ich meine, so in den 80ern, 90ern, mit Schindlers Liste, wirklich so eine tolle Rolle gelandet. Und Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, ja, genau. Ich meine, im entferntesten vielleicht auch ein Actionheld, auch da schon, aber trotzdem natürlich auch eher so der alte Weise und nachdenklich und ernst. Also was ich auch sagen muss, ich würde mir wirklich wünschen, ihn auch nochmal in einer etwas profilierteren Rolle zu sehen, ihn nochmal so in der Charakterrolle nochmal zu sehen. Also ich wünsche ihm einfach, dass seine Karriere jetzt nicht komplett da endet in 2-3 Jahren, wenn dann irgendwann sich dann Hollywood und die Zuschauer an ihm als Actionstar satt gesehen haben, sondern dass er da durchaus auch nochmal mit etwas, noch mit anderen Sachen wiederkehrt. Ich weiß gar nicht zum Beispiel, was er jetzt in letzter Zeit noch jenseits seiner Actionrollen so gemacht hat. Mir kommt mir gerade nicht in den Sinn. Ja. Aber würde ihn auch gerne da nochmal sehen. Wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich glaube nicht viel. Ich finde es ja schon ganz nett. Hast du Daddy's Home 2 gesehen? Nein. Ich war nicht mit Daddy's Home 1. Okay. Was ist das? Daddy's Home ist mit Will Ferrell und Mark Wahlberg so eine Family-Switch-Komödie. Der eine ist der leibliche Vater, der andere ist aber der Vater, der jetzt mit der Frau verheiratet ist. So grob, ne? Und in Daddy's Home 2 kommt dann halt John Lithgow ist der Vater von Will Ferrell und Mel Gibson spielt den Vater von Mark Wahlberg. Ja, okay. Vielleicht hast du den Trailer mal gesehen oder so. Den Trailer habe ich gesehen, die Szene, wo sie runterkommen mit dem Aufzug, mit der Rolltreppe. Genau. Also auch Mel Gibson ist da in dem Film wieder genial. Und es ist eine super Komödie für die Weihnachtszeit. Also wenn der nächstes Jahr, dann wird er ja dann auf Blu-ray da sein oder so. Oder bei Streaming-Anbietern. Unbedingt mal so zur Weihnachtszeit anschauen. Macht echt Spaß. Man muss auch nicht den ersten gesehen haben. Das ist gar nicht mal so relevant. Und was ich aber hinaus will, die gehen dann mit den Familien zusammen ins Kino. Und was schauen sie sich an? Den neuen Liam Neeson-Film. Ja, wirklich. Und auch dann davor so ein Banner oder so ein Aufsteller oder ein Poster war es, glaube ich, mit Liam Neeson, mit Raketenwerfer und Raketen in der Hand oder so. Also wie so richtig so 90s Actionstar. Und dann siehst du die in dem Kino sitzen, aber die Kamera guckt quasi von der Leinwand nur auf die, aber du hörst im Hintergrund sogar die Originalstimme von Liam Neeson, wo er so ein paar One-Liner wieder raushaut und so, ne? Also selbst die Filme nehmen das mittlerweile so ein bisschen auf die Schippe, oder, ne? So Liam Neeson, Star der letzten Jahre. Sehr geil, sehr geil. Ja, und finde ich auch wieder ein
durchaus ein Zeugnis für Liam Neeson selbst, dass er halt eben auch so drüber steht, dass er so selbstironisch ist und da eben auch wirklich da sich für so einen Spaß auch dann hergibt. Das finde ich dann auch sehr, sehr angenehm. Ja, wobei ja auch die meisten Filme von ihm ja dann auch trotz, dass sie nicht so hohes Budget haben, was man manchmal den Film ja auch ansieht, trotzdem halt meistens Spaß machen und durch ihn natürlich noch eine gewisse Qualität dazu gewinnt. Ja, ja, absolut. Okay, bevor wir jetzt loslegen mit unserer Top 10, wo warst du zuletzt im Kino? Tja, das ist eine gute Frage. Star Wars? Wo war ich? Achso, ja, richtig. Star Wars The Last Jedi. Ja. Den habe ich zuletzt im Kino gesehen. In der Schweiz. Den habe ich in der letzten Folge schon ausführlichst beschrieben. Ich war da damals, Anfang Dezember halt auch in der Pressevorführung, habe danach halt eine Aufnahme gemacht. Ich habe den damals auch eigentlich für ziemlich gut befunden, also war jetzt nicht auf der Hater-Seite. Würde mich nur kurz, vielleicht eine kurze Meinung von dir noch interessieren. Vielleicht bist du ja anderer Meinung oder siehst es ähnlich. Würde mich interessieren. Ich hab hier auf meiner Top-10-Liste ist Star Wars auf dem 11. Platz mit der Überschrift Out of Competition. Aha. Das heißt also, sehr schwer für mich, weil ich habe viele gute Freunde, deren Meinung ich auch sehr, sehr wertschätze und mit denen ich auch oft stark übereinstimme, die wirklich sehr starke und mitunter negative Meinungen auch zu diesem Film haben. Ich habe auf der anderen Seite dann Leute, auch meine beiden Schwestern zum Beispiel, ebenso, deren Meinung ich auch sehr schätze und deren Geschmack auch oft eins übereinstimme, die den dann abfeiern, die ihn super finden, die ihn super gut finden. Und ich bin irgendwie so ein bisschen, ich bin so richtig dazwischen, fühle mich so richtig hin und zerrissen, weil erstmal muss ich sagen, ich bin auch nicht auf der Hater-Seite. Und ich finde das nur interessant, weil es für mich so ein bisschen wie so eine Selbsterfahrung, so eine Reise in mein innerstes Selbst gewesen ist, weil ich halt schon sehe, dass der Film, also dass es auch nötig ist, halt auch für die Franchise gut ist, auch einfach mal mutig zu sein, neue Dinge zu machen, neue Dinge zu wagen und dass das auch nur funktionieren kann, indem man halt eben auch ein paar Traditionen aufbricht. Und auch als Film finde ich ihn, auch von der Story, auch von den, ne, auch Stichwort Plot-Twister, so einfach wie er dich als Zuschauer auch erwischt und überrascht, wesentlich besser als noch das Erwachen der Macht, der wirklich mehr mit unter J.J. Abrams auch viel Fanservice hatte, viel, also wirklich marketingmäßig sehr bewusst alle Checkmarks erfüllt hat und wusste, okay, wir müssen das und das machen, damit die alten Fans dabei sind, wir müssen das und das machen, damit wir auch ein jüngeres Publikum kriegen. Das war dann, ich fand das habe ich in Star Wars 7 stark gespürt, dieses sehr bewusste, wie kann man wirklich alle Leute zufriedenstellen. Und also Star Wars 8 war da kompromissloser und hat gesagt, okay, hat der Regisseur Rian Johnson sich wohl gesagt, okay, ich habe da diese Vision, ich finde, das ist so und so, so müssen wir das angehen und ich finde, es gibt so einige Themen, mit denen haben wir so stark variiert, also die haben wir so stark schon gehabt und so oft variiert, dass es eigentlich keine weitere Variation mehr gibt, die ich jetzt als spannend empfinde. Deswegen müssen wir da einfach was Neues machen. Wir müssen bewusst auch Erwartungen unterlaufen. Und eigentlich bin ich jemand, der das per se ziemlich geil findet, dass halt eben auch unter Erwartungen unterlaufen werden. Es gab dann halt auch andere Sachen, Plotholes, Logikfehler, über die sich dann auch viele sehr herrlich aufgeregt haben und über die ich mich auch ein bisschen geärgert habe, aber da konnte ich dann relativ schnell auch wieder in mich gehen und sagen, okay, weißt du, das hat bei den alten Filmen hat mich das auch schon gestört, also auch schon bei Star Wars 6 im Kampf gegen den Todesstern habe ich das schon lächerlich gefunden, dass sie den Supersternzerstörer, nur um mal ins Detail zu gehen, mit einem A-Wing-Fighter die Schutzschilde zerschießen konnten, weil der Energietank außerhalb der Schutzschilde gelegen war und dann dieser Supersternzerstörer einfach so direkt crasht in den Todesstern mit so einer der schlechtesten Flammen, die ich jemals in irgendwelchen Special Effects gesehen habe. Also das waren Sachen, die haben mich schon damals gestört. Oder die Tatsache, dass die Ausbildung, die Luke Skywalker genießt, unter Yoda auf Dagobah, nach meinem persönlichen Empfinden auch kaum mehr als ein bis zwei Wochen hätte umfassen können, weil George Lucas sich ja dazu entschieden hat, das parallel zu schneiden mit dem Aufenthalt von Han Solo und den anderen auf der Wolkenstadt Bespin, also in der Cloud City bei Lando Calrissian. Und deren Plot ist eindeutig zeitlich gebunden. Und das heißt also, auch alle Sachen, die halt jetzt gesagt werden, so, ne, dass Rey auch viel zu kurz trainiert wurde da bei Luke Skywalker und dies und das, das sind alle Sachen, die ich auch schon früher noch bei Issues mit den alten Filmen hatte. Insofern kann ich das halt so ein bisschen abfedern. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die interessant waren, die
und ungewöhnlich waren. Zum Beispiel halt, dass der Actionheld halt wirklich da so hervorbricht und da so seine Macho-Aktion macht, und es stellt sich halt heraus, dass eigentlich es gab einen ganz klaren Plan, und der wurde jetzt durch dieses ich mach mal selbst total unterlaufen und so weiter und so fort. Es gab Momente, Fremdschirm-Momente, wo ich wirklich sage, boah, nee, sorry, da hat's mich dann geschüttelt, wo ich dachte, okay, es ist einfach als Bild, als visuelles Ding irgendwie, hat es für mich nicht funktioniert. Naja, und so weiter und so fort. Aber also ich merke, mit jedem Tag, der vergeht, so, und wo ich dann nochmal drüber nachdenke, dass es auch schon Sachen gibt, die glaube ich auch richtig und wichtig waren, auch mit der Franchise zu machen. Und ja, insofern, wie gesagt, ich bin mir wirklich nicht sicher. Es war auf jeden Fall ein Seherlebnis, und ich ärgere mich nicht, und ich bin keiner der Leute, die sagt, ich werde jetzt aus Prinzip nicht mehr in den 9. Teil gehen, weil sowieso Star Wars alle, auch gerade die Hater, damit sie haten können. Ja, genau. Also das so gar nicht. Aber ich kann auf jeden Fall, ich höre mir echt alles links und rechts an, und ich kann alles irgendwo verstehen. Und also ganz, ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn ich jetzt ein 6er im Lotto gewinnen würde und die Chance hätte, einen neuen Star Wars zu inszenieren als Regisseur, ich weiß nicht, ob ich mich dem gewachsen fühlen würde und trauen würde, das zu machen, weil es ist so viel Setup for Failure da von Anfang an. Also du gehst gegen 30, 40 Jahre Erwartungshaltung an, und willst auf der einen Seite wollen die Leute was Frisches und Neues sehen, auf der anderen Seite wollen sie ja eigentlich nichts anderes als das Alte wiedersehen. Genau, und das ist es doch, ne? Ja. Der Abrams hat vieles kopiert und einfach nur nochmal neu aufgelegt. Da haben sie sich auch alle beschwert, wahrscheinlich die eine Hälfte. Jetzt kommt ein Rian Johnson, der macht viel ist anders, spielt mit den Erwartungshaltungen und macht auch Sachen ohne Kompromisse, wo man nicht mit rechnet. Ne? Da beschweren sich dann auch, ne? Dass sie doch lieber das Alte wieder haben wollen. Ne? Oder es gibt welche, die haben sich beschwert, dass die Bomben am Anfang bei der Bomberszene, dass die runterfallen im Weltraum. Also mal ehrlich, A, ist es ein Sci-Fi-Märchen. B, wenn du die mit Druck rasen lässt oder drückst, dann werden die ja auch im Weltraum nicht gestoppt, weil es gibt ja auch keine Bremskräfte oder keine Reibung von Wind. Also fallen die auch in Anführungsstrichen dann darunter. Also, ne, fallen in Anführungsstrichen. Ja. Also, klar. Da gibt es so viele, die sich über so Kleinigkeiten aufregen, dass man sich über den Spaceballs-Moment am Anfang mit der Kommunikation aufregen kann. Ja, gut, okay, aber trotzdem war es lustig. Ja, das muss man sagen, es war lustig. Also auch genau ein Punkt, worüber ich gestolpert bin, war sehr mutig, direkt damit einzusteigen, weil echt, keine Ahnung, gefühlt wahrscheinlich dann viele von den Leuten, die da ein bisschen leicht triggerbar waren, dann sofort getriggert wurden, halt mit so einer, nennen wir es mal, Respektlosigkeit gegenüber dem Imperium. Aber ja, klar, es war lustig. Ich hab auch gemerkt, ne, es war einfach, also es war ein witziger Moment. Und von solchen Sachen gab es halt gab's halt einige, ne? Also einer, dessen Meinung ich auch sehr schätze, meinte halt auch so, ja, dass er einfach diesen Marvel-Humor einfach da nicht akzeptieren kann in der Franchise. Ja, und ich verstehen. Ja. Eben, ich kann's auch verstehen, aber ich bin irgendwie, ich tue mich halt schwer, wirklich so einzustimmen in so einen Hasskanon oder in so einen vollständigen Ablehnungskanon. Was ich halt auch festgestellt habe, ist, ja, das war vielleicht auch was eine erschreckende Selbsterkenntnis, dass mich einige Sachen vielleicht stärker geärgert hätten, wenn ich noch an dieser stärker an der Franchise hängen würde. Also es ist wirklich so, ich war wirklich in meiner Jugend ein riesen Star Wars-Fan. Ich habe auch viele, nicht alle, aber ich habe viele Star Wars-Romane gelesen. Ich habe selbst angefangen mit Star Wars Fanfiction. Ich habe einen Star Wars Fanfiction Kurzroman geschrieben. Also so auf der Schiene hab Star Wars Pen Paper Rollenspiele gespielt. Also ich habe das Universum abgefeiert, ich habe es wirklich geliebt, und das hat halt eben einfach ein bisschen nachgelassen, und ich fühle mich halt eben einfach nicht mehr so stark, habe irgendwie nicht mehr so starke Emotionen. Das mag vielleicht auch ein Grund sein. Vielleicht, wenn ich halt wirklich noch ein bisschen stärker an der ganzen Sache hängen würde, hätte ich halt eben auch mich an einigen Sachen noch stärker aufgerieben. Aber ja, da merke ich dann auch so ein bisschen, wie so eine gewisse Altersindifferenz langsam einsetzt. Ja? Und das mag vielleicht halt eben auch noch mit dazu gespielt haben. Aber ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeführt wird. J.J. Abrams macht jetzt wieder Teil 9. Ich wusste nicht, ob das von Anfang an geplant war oder ob das jetzt so nutzt. Nein, eigentlich sollte es Colin Trevorrow machen, der Jurassic World gemacht hat.
der hat dann, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, den letzten Film, den er gemacht hat, den hat er so ein bisschen gegen die Wand gesetzt und da waren die Disney-Leute wahrscheinlich doch ein bisschen skeptischer und haben dann gesagt, okay, du machst es doch nicht. Und jetzt, dann haben sich... Auf das Altbewährte. Genau, ja, und dann haben sich halt alle gewundert, warum denn nicht Rian Johnson auch Episode 9 macht, was dann kurze Zeit danach ja aufgelöst worden ist. Rian Johnson macht ja die nächste komplette Trilogie oder auf jeden Fall im Hintergrund, ob er jetzt überall Regie führt, sei mal dahingestellt, aber er ist der Kopf hinter der nächsten neuen Trilogie und das ist der Grund, warum dann Episode 9 jetzt Abrams quasi dann zu Ende bringt und wer weiß, vielleicht gibt es da so einen kleinen im Hintergrund Clinch und Abrams sagt, nee, das lasse ich mir nicht bieten, was in Episode 8 hier mit Snoke gemacht worden ist, der kommt zurück oder die Story über Rey, die lasse ich, die erzähle ich jetzt aber auch noch aus, wer die Eltern sind, ne? Wer weiß. Und wer weiß, vielleicht hat sich Luke Skywalker auch nur teleportiert und nicht in den Machtäther wegmeditiert. Ja, man weiß es nicht. Also ich bin jedenfalls nach wie vor gespannt und ich applaudiere Rian Johnson für seinen Mut, da halt wirklich neue Sachen probieren zu wollen. Und Hat er Breaking Bad doch auch gemacht. Ozymandias, einer meiner, oder die beste Folge fast, oder meiner Meinung nach, mit die beste Folge von Breaking Bad oder Die Fliege. Das waren halt auch Folgen, die komplett anders waren als eigentlich alles andere in der Serie und war mit das Beste an der Serie. Also, ja. Deswegen hat man die Fliege kann ich zuordnen, die Fliege, also die Episode kann ich zuordnen, wo sie da in dem Drogenlabor die ganze Zeit nur da psychoterrorisiert werden oder nur Walter White terrorisiert wird von der Fliege, aber was ist die andere Folge? Ozymandias, das ist die, ich glaube, vorletzte Folge, das ist die 14. Folge der 5. Staffel, wo alles zusammenbricht, wo wirklich alles schief geht, wo alles aufgedeckt wird, wo er am Ende in der Wüste quasi, warte mal, jetzt gucke ich mal eben, wo auch der Cousin stirbt? Wo oder, dann die Polizei kommt, genau. Also das ist, wo er dann losjagt. Also, sein Schwager, meine ich. Ja, Schwager. Ja. Hank, genau. Ne? Hank, ja, genau. Also das ist die Folge und die hat er halt auch gemacht. Und das wusste ich nicht, krass, ja. Sehr geil. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir da erstmal einen Strich und kommen zu unserem eigentlichen Thema, nämlich unsere Top 10 2017. Du hast gerade schon im Vorgespräch, du hast es ein bisschen anders gemacht, weil du auch sehr viele Serien geschaut hast. Hast du sowohl eine Top 5 Richtig. Für Serien und eine Top 5 für Filme gemacht? Genau, ich wollte die Top 10 nicht sprengen und eine Top 20 daraus machen, deswegen habe ich das dann aufgeteilt. Ja, ist absolut 50, in Ordnung. 50. Ich habe es, weil ich auch glaube, ich habe auch vorher mit dir ja gesprochen und habe gesagt, du kannst auch Serien reinpacken. Ich habe jetzt eine Serie in meiner Top 10 drin, weil ich die als mal erwähnenswert finde, weil sie doch mutig war und was Besonderes ist. Deswegen habe ich sie mit in meine Top 10 aufgenommen und natürlich, weil sie mir gefallen hat. Ansonsten habe ich eigentlich nur 4 drin, aber ich denke, wir machen das trotzdem so ein bisschen im Wechsel. Du fängst vielleicht auch mit deiner Top 5 Serien an und nachher sind wir dann nämlich auf einer Höhe, wenn wir die Top 5 der Top-Filme mal haben. Okay. Ja, gehst du so vor, dass du am Ende deinen absoluten Lieblings hast oder ist es überhaupt nicht sortiert nach Affinität? Dieses Jahr ist es mir extrem schwer gefallen. Letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wen ich da auf der 1 hatte, da war es aber meiner Meinung nach, hatte ich eine klare Nummer 1. Dieses Jahr ist es nicht so. Ich war echt so ein bisschen am Gamblen, wen ich gerade so, ich sag mal, von den ersten 4, 5 Filmen auf Platz 1 setze. Das ist diesmal ein bisschen anders. Ich habe trotzdem jetzt eine Reihenfolge, wobei man mir bitte verzeihen möchte, auch der, den ich auf Platz 3 habe, den, da hätte ich auch keine Probleme, wenn ich den auf Platz 1 gehoben hätte. Also irgendwo habe ich da halt eine leichte Gewichtung reingesetzt. Verstehe, aber trotzdem, wir fangen jetzt erstmal mit den am wenigsten tollen an, sozusagen. Ja, das, wenn man das bei sozusagen, genau bei einer Top 10 sagen kann. ja, du aber fängst, okay, ich aber, verstehe es. Genau, und du fängst in dem Falle jetzt mit Platz 5 der Serien an. Und dann fange ich parallel oder danach direkt mit Platz 10 meiner Filme an. Und natürlich, liebe Hörer, wir werden jetzt nicht komplett die Story und alles im Detail über den Film besprechen. Ich denke einfach nur so kurz im Dialog mal sagen, ja, wie wir den jeweils fanden und was wir gut fanden oder was wir nicht so gut fanden. Und dann ist auch gut, sonst, wie gesagt, sitzen wir wirklich 5 Stunden hier. Nee, genau. Schieß mal los. Auf Platz 5 habe ich gewählt bei meinen Lieblingsserien Big Mouth. Eine Netflix-Produktion, Zeichentrickserie. Das fand ich sehr, also ich war überrascht, wie sehr mich diese Serie noch gecatcht hat, weil eigentlich
Es ist eine Serie über die Adoleszenz, also über die Pubertät zweier Freunde in Amerika, die halt eben einfach so mit all den körperlichen, geistigen Veränderungen halt konfrontiert sind, die halt so das Erwachsenwerden und vor allem halt die Pubertät mit sich bringt. Und ich fand das sehr, sehr witzig, auch vor allen Dingen, weil es sehr frech war und weil es halt eben viele Sachen, die in meiner Kindheit, in meiner Jugend halt auch stark tabuisiert waren. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich weiß nicht, wie es heute ist, 10, 11, 12 Jahre alt zu sein, aber Sachen, die wirklich damals sehr, sehr unter vorgehaltener Hand und sowas nur geklärt wurden, die werden da halt sehr offen, sehr offensiv behandelt und halt auch gleichzeitig witzig verpackt. Also es ist schon fast, es hat schon fast einen Lehrauftrag, es hat schon fast eine pädagogische Dimension in diese Serie. Und ich finde es ja gleichzeitig auch sehr unterhaltsam, weil sie sich halt ja mit diesen ganzen Phänomenen sehr offen auseinandersetzt und auf beiden Seiten der Geschlechter. Das heißt, du hast sowohl halt das Erwachsenwerden von jungen Mädchen, das Erwachsenwerden von Jungs und eingebunden, sehr witzigen Plot. Das Hormonmonster, das ist halt sehr geil, weil dieses Ganze, wann immer halt irgendwie die Hormone, die überhand nehmen, wird das halt in dieser Serie symbolisiert durch so ein Monster, durch so ein Hormonmonster, was halt plötzlich so total crazy geht und dem Jungen halt irgendwelche verrückten Sachen einflüstert und das fand ich sehr schön. Also hat mich überrascht, dass mich so eine Serie so unterhalten kann. Ich bin auch überrascht. Also ich kenne die Serie gar nicht, hab's mir aber direkt mal angeschaut. Ja, das ist, die haben so relativ große Köpfe gefühlt, ne? So im Verhältnis zum Körpers, ja. Werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Also auch gerade Coming of Age ist, finde ich, immer super. Egal ob als Film oder als Serie, immer ein tolles. Und es funktioniert ja auch momentan auch, sieht man bei Stranger Things und so weiter, bei S, ne? Coming of Age, Kinder, Jugendliche und so weiter. Totally, da hast du ja auch noch die hier 13 Reasons Why, also tote Mädchen lügen nicht, ist ja auch so ein bisschen schon so erweiterte, spätere Pubertät, aber eben, also es ist, hat mir auch gut gefallen, hat jetzt nicht auf meine Top 5 geschafft, aber eben, also deswegen, ich kann es so jedem empfehlen, Big Mouth, wenn man halt, man muss wissen, es ist auch ein bisschen eklig, es ist halt genau wie die Pubertät, irgendwie crazy, so ein bisschen weird. Sehr schön, cool. Gut, dann kommen wir zu meinem Platz 10 und ich glaube, ich, nachdem ich das erste Mal aus dem Film rausgegangen bin, hätte ich nie gedacht, dass ich den überhaupt in meine Top 10 aufnehme. Ich habe dann länger drüber nachdenken müssen, ihn nochmal gucken müssen, bis ich dann gesagt habe, doch, der Film ist richtig gut. Es geht um den Film Mother. Der Film... Der ist auch auf meiner Liste. Ja, sehr schön. Dann haben wir ja schon mal eine Gemeinsamkeit. Aber bei mir halt, wie du siehst, eher ein bisschen weiter hinten. Aber trotzdem, finde ich, hat er es verdient, als ein Top-Film 2017 angesehen zu werden. Obwohl er ja auch finanziell leider ein richtiger Reinfall war. Aber es ist halt, der Film ist einfach viel zu speziell für das durchschnittliche Kino. Auch da natürlich, worum geht's, kann man nicht zu viel sagen. Im Endeffekt ist es aber ein Dichter und seine Ehefrau, die in einem Landhaus leben, zusammen. Er ist sehr kreativ, möchte ein Buch schreiben. Seine Frau wird dann auch irgendwann schwanger und dann passieren gewisse Sachen. Es kommt jemand zu Besuch. Ach ja, genau, Ed Harris möchte ich da erwähnen, weil wenn wir schon bei Westworld sind, Ed Harris auch mit dabei. Michelle Pfeiffer sieht man mal wieder in den Hauptrollen. Dann natürlich noch Jennifer Lawrence als die Ehefrau und Javier Bardem als der Dichter. Ich nenne sie jetzt extra so, weil wenn man den Film nachher dann gesehen hat und ihn dann anfängt mal zu interpretieren und genauer zu betrachten, sind die Figuren sicherlich jemand anderes. Auch ein Domhnall Gleeson oder ein Brian Gleeson, die sogar Brüder sind, haben eine bestimmte Bewandtnis. Also deswegen möchte ich da gar nicht zu tief ins Detail gehen, weil man mit dem Film wirklich sehr viel Spaß, oder Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr viel interpretieren kann und zu sehr viel Diskussionsstoff liefert, wo man halt mit anderen sehr gut drüber philosophieren und sprechen kann. Ich hatte mich ein bisschen gewundert auch, in welche Richtung das ging. Ich glaube, davor der letzte Film von Darren Aronofsky, genau, war ja, also woran ich mich erinnere, Jackie, die First Lady, habe ich nicht gesehen, da war auch nur Produzent, aber Regie geführt, davor hat er zuletzt bei Noah, was ein sehr biblischer Film war, und da habe ich auch mal sowas zum Beispiel natürlich wie Black Swan, The Wrestler und so gesehen, daher habe ich halt gedacht, Mother geht jetzt vielleicht wieder mal in eine andere Richtung, ohne jetzt zu spoilern, vielleicht ja doch nicht so, sag ich mal vorsichtig.
Aber trotzdem war er halt, oder ist er sehr, sehr gut. Und wusstest du, dass die sogar kurze Zeit zusammen waren? Die sind wohl schon wieder auseinander, Darren Aronofsky und Jennifer Lawrence? Mhm. Das hab ich mitgekriegt, ja. Auch ganz interessant. Also sind aber wohl wieder auseinander. Und Domhnall Gleeson, Hux, wenn wir bei Star Wars sind, sehe ich halt auch immer sehr gerne. Der hat auch... Stimmt, ja, jetzt wo du sagst, der hier, der eine imperiale Typ neben Kylo Ren, ja, oder? Genau, ja, genau. Ja. Der immer sehr laut wird. Ja. Im Englischen übrigens viel mehr Overacting wirkt als in der deutschen Synchro. Ja. Da wirkt er viel harmloser, ja. Okay. Ja, also es ist, also wie gesagt, Mother ist auch bei mir auf der Liste, das heißt, dann kann ich das auch kurz nur noch sekundieren. Genau, erzähl genau deine Meinung auch. Ich habe auch bei mir hier in meiner Liste stehen in Klammern, also er ist bei mir bei meiner Filmliste auf Platz 4, mhm. Also auch relativ weit hinten, in Klammern kontrovers, weil mir das nämlich auch bewusst ist und ich jetzt auch nicht rausgegangen bin, also man muss sich mir fragen, was ist ein toller Film für dich? Ich meine, ich bin nicht rausgegangen und hat ihm gesagt, geil, ich liebe diesen Film, ja, sondern es war wirklich mehr so ein, boah, also es hat mich irgendwie, der Film hat mich gepackt, er hat mich gepackt und noch nicht, auch länger nicht losgelassen und es war halt etwas, was auch dann im Verlauf des Films ziemlich es geschafft hat, mir in den Magen reinzukriechen, ja. Also ich hab's halt geguckt am Anfang und man wusste, der Film hat wirklich mit sehr verdeckten Karten gespielt, aber von auch die Kameraeinstellung sehr nah immer an Jennifer Lawrence dran, immer das, also das Gesicht regelrecht zelebriert von ihr, mit ihr durch dieses Haus gegangen, aber eben ist auch wirklich verboten, eine gute Orientierung zu bekommen, weil man immer an ihr dran geklebt hat und allein schon das hat schon so ein ungutes Gefühl erzeugt und das ist halt immer stärker geworden und dann später, als die Handlung auch surreal regelt, recht wird, Kafkaesk, möchte man sagen, fängt es halt auch wirklich an, auf einer ganz anderen als der rein intellektuellen Ebene zu wirken. Und das fand ich halt faszinierend. Und dadurch, dass ich halt überhaupt keine Erwartung hatte, ich habe mich nicht darauf gefreut, ich mag Darren Aronofsky, aber ich dachte nicht, oh geil, ich bin so gespannt jetzt auf seinen nächsten Film, sondern ich dachte mir, ja, okay, gucken wir einfach mal, was das jetzt wird. Und wenn du mit so einer offenen Haltung da reingehst, ja, dann kann das auch wirklich sehr interessant sein, weil du halt wirklich, du kannst es nicht abschätzen, du kannst es nicht erwarten, was da auf dich zukommt, ja, wenn du es halt nicht vorher irgendwie gelesen hast. Da gibt's eine Menge What-the-fuck-Momente und ich sag nur wieder mal Baby, also da sind so Szenen dabei, du denkst, was siehst du da gerade? Ja, total. Und das ist halt wirklich, weil es wirklich dich emotional packt und irgendwie auch emotional provoziert, und das finde ich eine Leistung und halt eben vor allen Dingen, weil es halt kein europäischer Indie-Film ist, kein Daniel Peschenk No-Budget-Film, den du irgendwo nur versteckt von irgendwo findest, sondern weil es halt wirklich eine richtige Hollywood-Produktion ist. 30 Millionen hat es dann trotzdem noch gekostet. Mit einem tollen Cast, du hast es schon gesagt, nicht nur Jennifer Lawrence und Javier Bardem, sondern auch Ed Harris, den ich liebe, und Michelle Pfeiffer, die man mal wieder sieht. Also es ist wirklich einfach eine tolle Besetzung und die haben das wirklich toll umgesetzt. Und in so einer Produktionsqualität halt so ein mutiges, krasses, ja, nennen wir es mal europäisches Thema irgendwie zu finden. Das alleine finde ich schon verdient auch Beachtung. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ihn nochmal zu sehen. Ich habe es ja nur einmal gesehen. Ich werd mir auf jeden Fall demnächst auch nochmal zu Gemüte führen und vielleicht kann ich das Ganze dann auch schon mal ein bisschen besser einordnen. Du siehst viele Sachen dann ganz anders, genau. Also gerade beim zweiten Mal, wenn du dich dann nochmal vor dem zweiten Mal nochmal ein bisschen eingelesen hast oder so, super gut. Eine Info noch oder eine Meinung noch dazu. Ich glaube, das Problem bei dem Film oder gerade beim Marketing vorab war, dass man einen Trailer gezeigt hat, der, glaube ich, man sah kaum was. Also den Trailer, den ich gesehen habe damals im Kino, war schwarzes Bild und du hörtest nur Stimmen und so auf Horror gemacht. Und dann gehst du natürlich in so einen Film und erwartest einen klassischen, mehr oder weniger, vielleicht einen Haunted House Horrorfilm irgendwie. Ja. Es gab ja auch Mother, es gab mal Mama, den Horrorfilm. Stimmt, der halt leider dann vom Namen her schon relativ nah war. Ja. Und ich glaube, das war das Riesenproblem, dass da viele ins Kino gegangen sind und rausgekommen sind und nur den Kopf geschüttelt haben, weil sie halt sowas ganz anderes erwartet haben. Und das war, glaube ich, vielleicht ein Marketing-Problem. Das war ein großes Problem. Ja. Ich kann natürlich auch mitfühlen mit den armen Marketing-Leuten, ja, die diesen Film das erste Mal gezeigt bekommen und sich einfach nur ratlos anstarren und sagen, scheiße, was machen wir denn hiermit? Es ist so unabhängig davon, wie er in der Filmgeschichte jetzt verankert sein mag später, aber wie können wir dieses Ding irgendwie in irgendein Publikum bringen? Das ist natürlich eine sehr, sehr, auch eine sehr gemeine Aufgabenstellung. Also mit anderen Worten, ich weiß nicht, wie man so etwas vernünftig an ein Massenpublikum kommuniziert. Und das ist auch der Grund, warum solche Filme eigentlich halt gar nicht
diese Geltung bekommen, wenn nicht so ein High-Profile-Regisseur es schafft, irgendwie solche High-Profile-Schauspieler zu finden, ja, die das dann so ein bisschen tragen. Ja, also es war auf jeden Fall eine schwierige Sache und ich wünsche Darren Aronofsky wirklich, dass es ihm nicht Schwierigkeiten bereitet bei seinem nächsten Film. Sonst macht er als nächstes einen Actionfilm mit Liam Neeson. Genau, da ist er wieder. Wird er wieder rehabilitiert. Nee, also die Poster zum Beispiel, es gab danach ein Set-Poster oder Poster von den ganzen Charakteren so im Mosaik gehalten. Die waren dann eher von der Stimmung her und von dem Flair besser beim Film als so dieses Horror-Flair. Weil es ist für mich kein rein rassiger, oder das ist kein richtiger Horrorfilm, tut mir leid. Also. Nein, absolut nicht. Ja, also es ist nicht. Nee, es packt dich zwar auch, also es gibt dir auch so ein total ungutes Gefühl, aber es ist halt überhaupt nicht das, was du erwarten würdest, wenn du sagst, du willst jetzt Horror gucken. Ja. Er wird hier eher angegeben als Mystery-Film-Thriller und das würde ich schon eher unterstreichen. Ne? Gewisse Mystery ist halt drin, klar. Weil du nicht weißt, was da passiert und ein Thriller, ja. Aber ich finde auch, dass das, was du eben gesagt hast, also ich finde auch diese allein schon diese sprachliche Nähe zu Mama hat, glaube ich, schon einiges gemacht. Weil als ich Mother gehört habe, dachte ich auch gleich, Mother, Mama, das kenne ich. Und irgendwie auch so das Look and Feel, ne, so alles dunkel, low-key und dann hört man halt eben auch, dass es irgendwie auch schon irgendwie auch eher so mysteriös und gruselig sein soll. Ja, dann hast du halt schon gleich diese Nähe im Kopf gemacht. But well. So ist es leider, genau. Dein Platz 4 der Serien. Mindhunters. Eine Serie produziert von David Fincher, hat auch, glaube ich, die erste und letzte Folge Regie geführt. Erzählt die Werdung von FBI-Profilern. Dann ist es aber ohne S, oder? Mindhunters war ein Film. Mindhunter meinst du, glaube ich. Oh, ohne jetzt ich will nicht klugscheißen, aber. Aber du hast recht. Dann ist es, du hast recht. Mindhunters, das war so ein ziemlich beschissener Film sogar, glaube ich, mit Kiefer Sutherland oder so. Ja, genau. Den mag ich ja, aber immer trotzdem Grütze, ja. Ja. Mindhunter natürlich. Mindhunter. Richtig. Das ist diese Netflix-Produktion und ich habe von links und rechts Dinge gehört, aber irgendwie das nicht alles in meinem Kopf zu einem Bild verbunden, war also trotzdem noch ziemlich offen, als ich es angefangen habe zu gucken und war, also was ich sagen kann, ich war überrascht, wie spannend diese Serie ist, obwohl eigentlich nichts passiert. Also es ist eine Serie, die wirklich sehr stark über Dialoge und auch nur sehr, sehr ruhige Dialoge sich erzählt. Du hast halt diesen, in den 70er Jahren, diesen nerdigen FBI-Agenten, / Dozenten, der halt irgendwie diese Vorstellung hat, dass etwas nicht funktioniert in der ganzen Strafverfolgung, dass gewisse kriminelle Leute, also gewisse Kriminelle einfach nicht greifbar sind mit den Werkzeugen, die dem FBI, die der ganzen Kriminalität, der ganzen Forschung zur Verfügung stehen und der dann halt anfängt, Interviews zu führen mit Serienkillern. Und das war, so wird es in der Serie erzählt, das war damals ein Novum, das war aber auch was Unsägliches, weil die Lehrmeinung war, du darfst dich nicht in den Kopf von so einem kranken Serienkiller reinversetzen, sonst bist du ja nicht viel besser als er. Und er hat halt genau mit diesem Tabu gebrochen, zusammen mit seinen Kollegen. Und die Serie besteht eigentlich vor allen Dingen aus den Interviews, die sie halt führen mit einigen Serienkillern und dann halt auch, wie sie aus diesen Gesprächen halt so erste Erkenntnisse herausziehen, die sie dann aktiv auch bei einigen Fällen wiederum anwenden, ja, und wie sie plötzlich das erste Mal halt ein richtiges Täterprofil erstellen, ja, und sagen, okay, also wir wissen, wie so ein Serienkiller tickt und aus diesem Wissen heraus können wir jetzt gewisse Dinge festlegen. Wir können sagen, okay, es ist wahrscheinlich, dass unser Mörder diese und diese Eigenschaften halt besitzt. Alleine daher, also allein von dem, was wir schon wissen aus den Gesprächen, die wir geführt haben mit solchen Serienkillern. Und ja, das geht sehr geil auf und es ist halt, wie gesagt, eine relativ antiklimatische Serie. Da ist auch schon eine große Schwäche, weil sie haben dann wirklich versucht, in der letzten Folge noch so einen Showdown reinzuschreiben, so einen Spannungsbogen reinzuschreiben, der irgendwie gar nicht so richtig da war. Aber dessen ungeachtet fand ich es wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante, sehr spannende Serie, weil ich muss sagen, ich war überhaupt nicht begeistert von Zodiac, was ja eigentlich auch vom Thema ganz ähnlich ist, die Jagd nach dem Serienkiller, dem Zodiac-Killer in San Francisco-Bereich. Den Film, genau, der ist ja auch von David Fincher. Und ich dachte so, okay, ich spüre da die verwandtschaftliche Nähe zwischen diesen beiden Stoffen. Und das, was bei Zodiac für mich nicht so gut funktioniert hat, hat bei Mindhunter
wunderbar funktioniert. Also das ist halt eben auch eher so ein bisschen so ein sich vorantasten ist, viele Dialoge, wenig wirklich ernste Spannungsmomente, weil es halt eben doch versucht, sehr nah an den Ereignissen zu bleiben und sehr realistisch zu bleiben. Ja, also mein Tante hat mir, ich hab's verschlungen. Das ist mir jetzt zum ersten Mal seit vielen Monaten so gegangen, dass ich gebinged-watched habe und dass ich wirklich in einer Nacht, glaube ich, vier Folgen oder sowas einfach von mein Filmabend war eigentlich vorbei und ich aus Langeweile sepp ich noch rein und hab dann von Mitternacht an bis 4 Uhr morgens dann schon mal die ersten 4 Folgen oder sowas geguckt. Also hat mich sehr gecatcht. Sehr geil. Also auch die Serie habe ich noch nicht gesehen. Sie steht auf meiner Liste. Also ich habe sie schon bei Netflix hinzugefügt, weil ich auch ein Fan von Fincher bin. Also spätestens seit 7, Fight Club, Social Natürlich. Network sogar, fand ich auch gut. Gone Girl hat mir auch gut gefallen. Ja. Girl with the Dragon Tattoo fand ich auch angenehm. Also, ja, das war mit Daniel Craig der, ne? Ja. Stimmt, der war auch gut. Das stimmt. Deswegen, also ist auf meiner Liste. Schön auch nochmal von dir zu hören, dass sich das wirklich lohnt. Ich hatte halt auch nur gelesen, dass die Serie ein bisschen ruhiger ist. Vielleicht habe ich sie mir deswegen erstmal noch ein bisschen zurückgelegt, aber dann. Es ist, du kriegst wirklich einen sehr spannenden Einblick, halt tatsächlich das, was die Serie verspricht, das kriegst du auch, diesen Einblick in den Kopf der Killer, weil es ist, und das habe ich gelesen, es basiert wohl auch wirklich sehr stark auf dem tatsächlichen Gespräch mitschnitten, weil das ist alles historisch größtenteils verbirgt. Also die haben wirklich diese Interviews geführt, diese beiden FBI-Leute, und daraus wurden die Dialoge für den Film entworfen, und das ist erschreckend. Wie ins Detail halt eben dann da teilweise gegangen wird, ja, wie die Serienkiller, was sie getan haben, warum sie es getan haben. Ein sehr interessanter Einblick, den du halt sonst so selten kriegst. Vor allem, weil ich fand Zodiac, den habe ich jetzt sicherlich seit 8 Jahren nicht gesehen, aber ich meine, Zodiac fand ich gar nicht mal so schlecht, wie ich den da halt vor 8 Jahren gesehen habe. Von daher freue ich mich jetzt umso mehr auf die Serie, ja. Eben, ja. Kann ich nur empfehlen. Wunderbar, dein Platz 4 ist oder das, genau. Dann kommen wir zu meinem Platz 9, ist auch wieder ein Film. Auch der wird zum Teil manchmal kontrovers behandelt. Also die einen feiern den richtig ab, andere sind da doch sehr skeptisch und sagen, der hat keinen Inhalt. Ich fand ihn sehr, sehr gut, deswegen ist er auf meinem Platz 9 gelandet. Es geht um den Film von Stephen King, nämlich S. Also nicht er hat Regie geführt, aber es ist halt von Stephen King auf S, der jetzt mal wieder im Jahre 2017 dann neu verfilmt worden ist, nämlich von Andreas Muschietti, ja, argentinischer Filmregisseur. Ich krieg ihn zusammen. Der hat nämlich, jetzt schließt sich der Kreis, weißt du, welchen Film der zuletzt davor gemacht hat? Mama. Ja. Ach, ja, jetzt wo du sagst. Worum geht's? Brauche ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Ein paar Kinder in einem Dort, in Maine, in einem kleinen Stadt namens Derry im Oktober, ich glaube 88 so, Ende 80 spielt das. Genau, sie haben die Story verlegt. Jetzt für den neuen Film haben sie es verlegt in die 80er Jahre, in dem Originalbuch, was glaube ich in den 60ern, war aber eine gute Entscheidung, fand ich so. Damit kannst du dann wieder gut relaten. Jetzt genau, gerade wenn Publikum. Der nächste Teil dann kommt, dann sind es halt genau diese 27 Jahre, ne? 27 Jahre in der Zukunft, dann sind wir in unserer Zeit und dann passt das halt, ne, für den zweiten Teil. Also ich fand halt auch, Pennywise sehr gut gemacht. Er wirkt vielleicht nicht so bedrohlich, weil er nicht so häufig auftaucht. Das war auch öfter mal so ein Kritikpunkt, dass er in den 90er Jahren in der Verfilmung viel häufiger in der realen Welt zu sehen war, weil ich fand halt auch immer, auch jetzt in dem jetzigen Film immer sehr unheimlich, wenn die in alten Unterlagen geblättert haben und irgendwo immer wieder diesen Clown gesehen haben. Das bewirkt immer sofort so eine gewisse Unruhe oder Unwohlsein. Ansonsten ist das für mich auch wieder an der Stelle kein schlimmer Horrorfilm. Es gibt wenige Jumpscares. Es lebt mehr wirklich auch wieder von mehr, da sind wir bei deiner Zeichentrickserie, mehr von diesem Coming-of-Age-Ansatz, dass man halt die Kids sieht, wie sie vor Bullies flüchten oder Angst haben, wie sie ihr Nerdtum hochhalten wollen. Und so weiter. Also in die Richtung geht es halt wieder mehr. Und ich glaube, das, ähnlich wie bei Stranger Things, war auch eins der Erfolgsrezepte. Ne? Spielt ja auch eine mit. Der
der eine Junge, aus Stranger Things spielt ja auch mit, einen der Jungen. Ja, ganz genau, das stimmt, der, ich weiß gar nicht, wie der da heißt, aber ja, einer spielt mit. Ich weiß auch nicht, aber der den Nerd spielt, oder den Brillen, also vor allem den Brillentypi in ja, und der immer so ein paar, ich glaube auch ein paar schlüpfige oder ein paar blöde Sprüche immer wieder. Ja. Mutterwitze, genau. Und sowas. Ich bin ja bekennender Nichtleser. Also ich habe auch damals leider, oder ich bin nicht so der Lesetyp. Ich habe es halt nicht gelesen, deswegen kann ich es immer schlecht mit der Romanvorlage vergleichen. Ich konnte es halt nur mit dem 90er-Film halt vergleichen. Und was ich gerade schon sagte, der 90er-Jahre-Film hat natürlich noch ein bisschen etwas anderes Flair. Aber wie gesagt, mir hat der 2017er Teil so gut gefallen, weil das gelingt vielen Filmen halt nicht, die jetzt 90er-Stoff neu verfilmen, trotzdem einen guten Film rüberzubringen. Also, und das hat halt es meiner Meinung nach ziemlich gut geschafft. Finde ich auch. Also ich habe, der Film hat es jetzt nicht auf meine Liste geschafft, aber ich habe auch kurz drüber nachgedacht, ob er ist nur knapp dran vorbeigeschlittert, will ich damit sagen. Ich fand ihn einfach technisch meisterhaft. Also wirklich jede Szene war geschliffen und wusste, was sie will und worauf sie hinausläuft. Und es war so einfach von der Inszenierung her wirklich einerseits ein perfektes Ding. Und eben, was du auch gesagt hast, schon dieses Coming of Age, ich denke, das ist auch etwas, wo auch schon damals das Buch auch halt ganz stark damit gepunktet hat, dass es halt eben diese kindliche Perspektive ist, dass du aber gleichzeitig auch grausam, dass es trotzdem grausam ist. Du hast Kinder, was du eigentlich mit eher harmlosen Dingen verbindest, und dann diesen grausamen Clown, diesen grausamen Dämon, der da trotzdem halt wirklich grausame Dinge auch tut. Und es ist für mich, ich hatte halt keine besonders stark, auch schon damals, der alte Film hat mich nicht besonders gecatcht. Ich war nie so wirklich, bin so voll auf der Welle geschwommen. Und ich meine, es ist halt, ich finde, im Sinne der Aufgabenstellung kann man es nicht besser machen. Also nimm einen Stoff von einem Killer, von einem Monster-Dämon-Clown, der Kinder terrorisiert, das, was in den 60er Jahren geschrieben wurde, in den 90er Jahren verfilmt wurde, und versucht das 2017 nochmal neu zu machen. Und wenn das eine Aufgabenstellung ist, dann ist der Film einfach eine Punktlandung. Also auch die Musik oder diese musikalische Untermalung, gerade bei der Anfangsszene und so, war immer sehr gut. Es gibt eine Szene, ich glaube, ich habe die bei YouTube gesehen, eine geschnittene Szene oder so. Ich glaube, es ist mehr ein Gag, aber das haben sie wirklich gedreht. Da siehst du nämlich am Anfang, wie er dann zu dem Gulli geht. Er kriegt das Boot zurück und geht weg, und Pennywise siehst du dann nur schulterzuckend, und dann ist der Film zu Ende. Total skurril, aber die Szene ist, also es gibt's wirklich so als, ich vermute mal, das kommt jetzt auch auf die Blu-ray oder so, also geil. Sehr, sehr lustig. Ja, verstehe. Filmende, nichts passiert. Sehr geil. Ja. Das war's. Ja, und das trifft natürlich auch wieder, ich habe das damals auch mit Daniel Schröckert, oder der war ja auch jetzt schon öfter mal bei uns zu Gast, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, als Familienvater, wenn du Kinder hast, reagierst du viel extremer auf solche Szenen und alles, was es immer so direkt mit vielleicht Vater, Sohn, Vater, Kind oder so zu tun hat. Genau das gleiche war letztes Jahr, genau, das war auch mein Platz 1 letztes Jahr, nämlich Arrival. Da gab es ja halt auch diese extreme Bindung zwischen Eltern oder Mutter und Kind. Und das haut dich dann schon noch doppelt, glaube ich, aus den Socken, als wenn du keine Kinder hattest. Wie ich keine Kinder hatte, weil mir das, vorsichtig gesagt, nicht so, fand ich das nicht so schlimm, wenn auch mein Kind drauf geht. Jetzt heutzutage, das ist ein anderes Gefühl. Ja, das höre ich öfters. Ich habe selbst auch keine Kinder, aber ich habe viele Freunde aus meiner Familie, Leute, die Kinder haben. Und genau das höre ich durch und durch. Das höre ich durch die Bank weg. Und ich denke, das ist auch eine gute Erklärung dafür, warum wir trotzdem, also ich meine, ne, es ist krass, viele Serien sind krass, aber trotzdem im Großen und Ganzen immer noch sehr respektvoll Kindern gegenüber sind und nicht so krass Sachen machen, weil es halt eben einfach doch sehr viele Leute gibt, die da auch sehr, sehr empfindlich und auch zu Recht, denke ich, auch sehr empfindlich drauf sind. Ja, also änder mal. Also dann erlebst du Filme ganz anders, glaub mir. Ja, nächstes Projekt dann, genau. Ja, wunderbar. Also wie gesagt, mein Platz 9, Stephen Kings S. Dann komme ich zu meinen, also ich bin bei meinen Serien jetzt, bei meinem dritten Platz Serien. Hatten wir auch schon mal kurz, glaube ich, darüber gesprochen, meine ich, bei unserem letzten Podcast, Tabu. Ah, ja. Ja, haben wir, glaube ich, ja. Haben wir darüber gesprochen, kurz. Ganz kurz mal drüber gegangen. Also auch eine Amazon Prime-Serie, meine ich. Tom Hardy hat sie produziert, spielt die Hauptrolle. Kriege ich das überhaupt noch gut zusammen? Also er ist irgendeine mysteriöse Figur, die ins England des
war es das 19. Jahrhundert, zurückkehrt aus Afrika, lange tot geglaubt von der ganzen Society, von allen Leuten. Und er kehrt dann wieder zurück, gerade zur Beerdigung seines Vaters und nimmt dann auch dessen Erbe in Anspruch und ist aber halt ein total grober, unnahbarer Typ irgendwie, hat irgendwelche auch krasse Dinge erlebt in Afrika, das kommt alles nicht so ganz raus. Tom Hardy spielt wunderbar so diesen muffligen, grunzenden Typen, die ganze Zeit, Delaney. Das sind irgendwie so die, genau, Delaney, also wunderbar verkörpert. Und das ist halt eine Serie, die sehr gritty ist, düster, schmutzig, also auch die Atmosphäre von diesem dreckigen London des 19. Jahrhunderts sehr gut einfängt und dann allerdings auch stückweise Mystery-Elemente reinführt. Ja, also dieser Delaney, das kriegen wir dann auch irgendwann mal raus. Der hat mehr Fähigkeiten als man so unmittelbar sehen würde. Und der hat halt auch Dinge getan oder Dinge erlebt in Afrika, die ihm da halt irgendwie ja zu mysteriösen Fähigkeiten gereichen, kann man sagen, zu übernatürlichen Fähigkeiten gereichen. Und er verfolgt halt so einen Masterplot, weil ich glaube, es ist so ein, man kann sagen, so eine Mischung aus Racheplot und er spielt schlussendlich seine Karten ganz gut gegen eine übermächtige Kompanie, die nordindische Company aus, also die da eigentlich wirtschaftliche Interessen haben und auch an sein Erbe ran wollen. Und das ist alles, also es ist wirklich eine sehr stimmungsvolle und atmosphärische Serie. Und die, also als ich jetzt einfach drüber nachgedacht habe, was hat mir wirklich gut gefallen in dem Jahr, bin ich einfach wieder über sie gestolpert. Und das war dann für mich so eigentlich das Hauptgute Merkmal. Also einfach, sie ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Verständlich, ist wirklich super. Und Hardy, Herzensprojekt ja von Tom Hardy, deswegen, obwohl... Stimmt, und sein Vater genau, irgendwie auch. Genau, obwohl die Serie jetzt nicht der Mega-Erfolg war, aber trotzdem noch erfolgreich, wurde sie auch verlängert für eine zweite Staffel. Und mal gucken, müsste eigentlich dieses Jahr vielleicht schon kommen dann, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Und wir sind da auch wieder bei Amazon Video. Ne? Ist auch eine Amazon Video-Serie. Genau, hat mir. Ja, sehr gut. Dann kommen wir direkt weiter zu meinem Platz 8. Und auf Platz 8 habe ich an der Stelle jetzt die Serie, die ich schon kurz erwähnt habe, also nicht mit dem Namen, aber schon angeteasert habe, auf Platz 8 gesetzt. Denn für mich ist es eine Serie, die mich sehr positiv überrascht hat, ich überhaupt nichts von erwartet habe und mich freue, dass es, oder für die Serie auch freue und für die Macher, die dahinter stehen, dass es so ein Erfolg geworden ist. In dem Falle sind wir wieder bei Netflix. Das Pendant dazu lief bei Amazon unter dem Namen Wanted und war von Matthias Schweighöfer. Und die deutsche Antwort oder die erste deutsche Netflix-Serie, die es mir dann auch persönlich angetan hat, ist in dem Falle natürlich Dark. Dark gesehen, vielleicht vorab? Nein, Dark gehört zu meiner Liste der 5 größten Versäumnisse des Jahres 2017. Ich habe sie nicht solltest gesehen. Ich werde sie noch sehen. Ja. Gerade wenn du Freund wie ich von damals Zurück in die Zukunft, generell Zeitreisen bist und auch verstrickte oder Serien, die ein bisschen komplexer sind, wo du ein bisschen querdenken musst, wo du gut aufpassen musst teilweise auch, um diese ganzen Charaktere auch miteinander verbinden und zu verstehen, wer wo, wann, wie, was ist, hat's das halt echt in sich. Das Erzähltempo ist, muss ich auch sagen, vielleicht ähnlich wie vorhin bei deinem Mindhunter, nicht das schnellste. Also das ist schon eher in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen typisch deutsch, wenn man es vorsichtig böse sagen darf. Aber es wird von Folge zu Folge spannender und im Endeffekt ein gutes Beispiel, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber stell dir vor, du guckst was und dein Blickfeld, also du guckst durch eine Brille oder durch so ein kleines Kästchen und das Blickfeld wird langsam Folge für Folge immer größer und du verstehst immer mehr, weil du immer mehr Sichtfeld hast. So ist es im Endeffekt auch bei dieser Serie. Du bekommst immer mehr Informationen zu dem, was da überhaupt passiert in den verschiedenen, das kann man ruhig sagen, weil so wird auch wurde der Trailer schon aufgemacht, in diesen 3 verschiedenen Zeitebenen. Und wie die miteinander verflochten sind, was, wie, wo, was bedeutet. Und also wer sowas mag, hat da richtig Spaß dran. Und 2 kleine Funfacts, geil, die mir während schön der Serie aufgefallen sind. Klar, natürlich Anspielungen wie Nenas Song 99 Luftballon taucht mal auf. Oder selbst, ich meine, DeLorean und Zurück in die Zukunft wird erwähnt. Das ist auch ganz nett. Aber es gibt der Serie, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Genau, es gibt 2 Söhne. Einmal Mats
der eine Sohn heißt Mats und der andere heißt Mikkelsen. Und das Lustige, oder nee, Mikkel, nur Mikkel, Entschuldigung. Mats und Mikkel. Okay, und okay. Dann spielt Oliver Masucci mit. Oliver Masucci kennen vielleicht die meisten aus Er ist wieder da. Da hat er den Adolf Hitler sogar gespielt. Wenn du ihn googelst, sieht er aber eigentlich anders aus. Aber das Gesicht ist so ein bisschen wie der deutsche Mats Mikkelsen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dann die Serie verstehst oder gesehen hast, da weißt du, die haben sich dabei schon was gedacht. Das macht nämlich sogar Sinn, warum die so heißen und er dann vielleicht so aussieht. Also nur mal so als kleiner Hidden Fact. Spannend. Sehr geil. Ja, sehr, sehr gut. Gleich nochmal ein gutes Merkmal mehr, weil auch natürlich ein großer Fan von Mats Mikkelsen, den sehe ich immer gerne. Und wenn er da irgendwo auch als kleiner Gag erscheint, ist mir das auf jeden Fall schon mal grundsympathisch. Ich bin sehr gespannt. Also vor allem da sieht man mal, dass auch deutsche Serien anders sein können als nur ein Schweighöfer-Film in Serienformat oder halt eine, was man sonst häufig ja nur sieht, Komödien. Ne? Ist überraschenderweise auch richtig im Ausland sehr erfolgreich gewesen. Wobei ich immer wieder gelesen habe, dass die meisten in den Staaten gesagt haben, weil der wurde in Englisch oder für das englische Publikum sogar synchronisiert. Die meisten haben gesagt, guckt euch das in Deutsch an, weil natürlich das Deutsche so ein bisschen härter wird, ne, wenn die Deutsch sprechen. Das habe ich auch irgendwo gelesen, ja. Sehr geil. Ja, das ist schön, wenn solche Serien so ein bisschen das machen, was die Amerikaner seit 50 Jahren machen, ne, so die Kultur ein bisschen exportieren, wenn das so einer Serie gelingt. Ne, wir haben so Nena in den 80ern, wir haben dann Rammstein, die noch so ein bisschen die deutsche Sprache nach Amerika bringen. Und dann, wenn du noch so eine Serie hast, die das auch macht, sehr geil. Ja. Und klar, man könnte es sagen, so das deutsche Stranger Things, aber wenn du die Serie gesehen hast, meiner Meinung nach hat das nicht viel mit Stranger Things zu tun. Also diese Nostalgiepunkte sind dann doch relativ gering im Verhältnis zu Stranger Things. Okay. Ja, und nett ist halt auch, dass Netflix den Machern, den Deutschen, wirklich komplett freie Hand wohl gelassen hat. Die konnten also das ganz in Ruhe abdrehen, so wie sie wollten, und Netflix hat das bezahlt und so genommen und gesendet. Also das ist wirklich sehr geil, super, ne, wenn die sich da überhaupt nicht einmischen. Und Staffel 2 ist bestätigt, gibt sogar einen kleinen Teaser schon dafür. Den bitte nicht gucken, wenn du es noch nicht gesehen hast. Okay. Also es wird auf jeden Fall da auch weitergehen und das freut mich umso mehr für die ganzen Leute, die dahinter stecken. Total schön. Ich bin sehr gespannt. Deswegen so mein kleiner, wer noch nicht gesehen hat, so ein kleiner Geheimtipp, Dark, die erste deutsche Netflix-Serie. Jo. Schön. Bin ich jetzt dran? Du bist dran, ja. Dark war meiner. Stimmt. Auf Platz 2 meiner Serien, American Gods. Ah, wieder einer Amazon. Ich kann sagen, du bist doch sehr Amazon-lastig. dafür, dass ich eigentlich eben gesagt habe, dass ich ein Netflix-Fanboy bin, ja, habe ich doch erschreckend wenig. Und weißt du was? Die Serie, die auf Platz 1 ist, das spoilere ich schon mal gerade, die ist auch keine Netflix-Serie. Siehst du mal, meine hat sich von nur zwei von fünf Top-Serien hat sich da von Netflix reingeschlichen. Naja, jedenfalls American Gods, auch sehr interessante Serie. Jetzt, zweite Staffel, gibt es ein paar produktionstechnische Probleme, aber die erste Staffel hat echt Spaß gemacht. Produziert Brian, ich wechsle bei dem, ich glaube Brian Fuller. Ja. Brian Fuller. Mhm. Genau. Der halt auch bekannt ist wirklich für sehr stilistisch starke, visuell-ästhetische Serien-Looks und das merkt man halt auch der Serie wieder an. Es ist Verfilmung von einem Neil Gaiman-Roman oder Roman-Serie, weiß ich gar nicht. Und der Name ist Programm. Wir spielen in Amerika. Und mal ganz kurz. Ja, klar. Ich dachte, es hat geklingelt. Wir spielen in Amerika, vor allem im Mittleren Westen, und haben es hier mit einem Hauptdarsteller zu tun, dem eröffnet wird, er sei ein Halbgott und der dann halt so ein bisschen eingeführt wird in eine Götterwelt, die im heutigen Amerika, so des Mittleren Westens irgendwie besteht. Und es gibt die alten Götter, die ein bisschen gegen die neuen Götter kämpfen. Die alten Götter sind halt, verlieren nach und nach ihre Macht, weil immer weniger Menschen an sie glauben. Die neuen Götter sind sowas wie die Medien, das Internet. Also das heißt, es wird da sehr stark mit solchen Anleihen gearbeitet und ja, wie gesagt, also sehr, sehr bilderstark, sehr visuell und ich mag es halt generell, also ich mag mythologische Themen und ich mag auch, wenn es gelingt, halt so ein mythologisches Thema
auch mit der Neuzeit zu verbinden, irgendwo in die Moderne reinzuholen. Und ja, also kann ich eigentlich, und was man auch noch sagen kann dazu ist, es sind eigentlich fast viele kleine Geschichten. Also es gibt zwar einen roten Faden, aber es werden halt eben auch viele Entstehungsgeschichten oder Hintergrundgeschichten von einzelnen Göttern erzählt, und es ist eigentlich fast schon wie so ein kleines Mosaik, wie so ein kleines Puzzle, was sich da in der ersten Staffel halt entfaltet. Und wirklich sehr, sehr, sehr schön halt eben so amerikanische, so das amerikanische Thema, amerikanische Kultur irgendwie halt nimmt und das einfach mit so einer mythologischen, göttlichen Komponente halt vermischt. Also kann man sich echt gut angucken. Ja, ich bin noch ein bisschen stinkig auf Brian Fuller. Ansonsten, ich mag ihn, weil er ist tricky, er hat DS9 Voyager auch als Produzent und beziehungsweise Autor mitgeschrieben. Er hat natürlich die tolle Serie Hannibal auf die Beine gestellt. Mhm. Er hat auch damals, glaube ich, bei Heroes oder so, was ich auch immer sehr gern geguckt habe, damals jedenfalls, mitgewirkt. Und er hat halt Star Trek Discovery mit in die Wege gebracht und sollte ja eigentlich der komplette Showrunner sein. Ist dann aber komplett im Dezember 16 muss das gewesen sein ungefähr, ist er komplett aus der Serie, hat er sich zurückgezogen, um halt dann auch halt American Gods zu machen, was ich im Nachhinein ein bisschen sehr schade finde. Ich mag zwar Star Trek Discovery so, wie es jetzt auch ist, aber ich glaube, noch ein bisschen mehr Fuller hätte der Serie auch nicht geschadet. Und die große Ironie des Schicksals ist, dass ich jetzt gelesen habe, dass er auch ausgestiegen ist aus American Gods eigentlich. Ja. Also es gab da wohl auch einen Clinch wiederum, und hat er dann gesagt, nee, dann ist er da ja, auch raus. Ja. Also, und ich meine, Hannibal ist ja auch, gut, das lag wohl auch an den Quoten mit, aber ist dann ja auch mehr oder weniger abgebremst worden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es soll sogar jetzt doch wieder kommen. Ja. Ich bin mir jetzt, also ohne Gewehr erstmal gesagt, aber jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, scheinbar ist er halt auch durchaus ein Serienmacher mit sehr eigenem Kopf, und kollidiert vielleicht das ein oder andere Mal so mit den Vorstellungen dann eines Netzwerks. Das muss man dann wahrscheinlich immer im Hinterkopf behalten, wenn man eine Serie anfängt von Brian Fuller, dass man nie so weiß, wo das dann hingeht und wie lange vor allen Dingen mit ihm zusammen. Ja, schade. Also ich hätte ihn, wie gesagt, auch gerne noch ein bisschen länger bei Star Trek Discovery gesehen, aber okay, also nicht gesehen, aber dass er da mitwirkt. Aber okay, so ist es. Ich glaube, er hat auch Pushing Daisies gemacht damals. Das ist also eine Serie, die meiner Freundin extrem gut gefällt, mit der ich jetzt nicht sehr viel anfangen kann. Also mit der Serie nicht meiner Freundin, aber doch die Kurve gekriegt, sehr gut. aber die auch schon damals sehr für diesen sehr starken visuellen Stil halt bekannt waren. Und die aber auch so abgewürgt wurde. Da gab es so damals, das war gerade in der Zeit des Writer, also des großen Streiks der Autoren irgendwie, aber dann hat die Serie auch nicht mehr die Kurve gekriegt. Das ist auch ziemlich irgendwie mitten oder auf halbem Weg so abgebremst worden. Genau, und dann, da liefen, meine ich, lass zwei Staffeln gewesen. Ja, zwei Staffeln, genau. Also die war wirklich, wie deine Freundin oder so auch sagte, die war visuell sehr beeindruckend. Und ich fand die auch, ein paar Folgen habe ich auch gesehen, fand ich auch ganz lustig, aber gut, habe auch auf längere Zeit jetzt nicht gepackt. Vielleicht war das auch das Problem. Ja, also ist das ist wirklich eine ganz, also die Serie ist, da dreht sich auch sehr viel um Kirschkuchen und um was leckere, süße Sachen, und irgendwie die ganze Serie ist genau so. Sie ist Eye Candy, die ist irgendwie lecker und süß, aber das also war für mich ein bisschen wie Sirup. Also so einmal kurz dran nippen ist okay, aber irgendwie war es mir dann auch too much von dem, was dann serviert wurde. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls American Gods, das war meine Top. Sehr schön. Mein Platz 7 schaffe ich in 10 Sekunden, denn es ist Star Wars Episode 9. Dazu haben wir, glaube ich, gerade schon genug gesagt und ich habe einen ganzen Podcast drüber gesprochen. Episode 8. Oh, Verzeihung. Durfte ich mal klugscheißen. Ja, natürlich, Episode 8, Entschuldigung. The Last Jedi, können wir auch mal nochmal den englischen Originaltitel nennen. Ich denke, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ich hatte mir erhofft, dass er, also ich fand ihn ja ziemlich gut, aber halt nicht so gut, dass er doch deutlich weiter vorne steht. Und ich denke, mit Platz 7 ist er schon so ganz okay für Episode 8. Sollte er sich nicht beschweren. Nee, genau. Kann er sich nicht beschweren. Sehe ich auch so. Nee, genau.
Ja, meine Top-Serie jetzt 2017, die ich gesehen habe. Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich versucht, nur solche Serien zu berücksichtigen, die in erster Staffel gelaufen sind. Mhm. Also nicht Folgestaffeln. Aber ich habe jetzt eine große Ausnahme gemacht bei Twin Peaks. Oh. Denn Twin Peaks ist ja eigentlich die dritte Staffel. Aber für mich zählt sie trotzdem als Neustart und als eigenständiges neues Ding. Und die hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Oh Mist. Jetzt weiß ich endlich, mit wem ich über die Serie hätte sprechen können. Ich bin, glaube ich, gefühlt auch immer der Einzige, der die Serie gesehen hat. Ich habe nämlich auch schon überlegt, irgendwo mal im Podcast mal ein bisschen ausführlicher und länger über die ganze Serie zu sprechen. Aber ich habe keinen gefunden. Oh je, verstehe. Ja, also was ich zu der Serie sagen kann, ist, also ich war erstmal sehr skeptisch, wie ich immer skeptisch bin bei diesen Remakes und Neustarts und so weiter und so fort. David Lynch hat, finde ich, aber echt einen tollen Job gemacht. Wer Twin Peaks die ersten beiden Staffeln kennt, der mag da durchaus sehr, also polarisiert sein von der nächsten Staffel, weil ich finde, die dritte Staffel ist eigentlich mehr eine Fortsetzung von David Lynchs Mulholland Drive und Lost Highway, als sie eine Fortsetzung ist von Twin Peaks Staffel 1 und 2. Oder halt sogar, also, oder ja, sehe ich genauso. Oder halt auch sehr mehr, also noch mehr wie Staffel 2, als vielleicht, was viele erhofft haben, mehr wie Staffel 1, weil Staffel 1 war wirklich der fast abgeschlossene Kriminalfall und das war gut. Und in Staffel 2 wurde es ja schon sehr lynchig, nenne ich es mal. Na? Das stimmt. Vor allen Dingen, ich habe gerade vorher noch mal die ersten beiden Staffeln gesehen, um mich warm zu machen, und habe da auch noch mal ein bisschen drüber gelesen. Und da hatte ich halt auch noch mal nachgelesen, dass gerade die ersten 7 Folgen der zweiten Staffel halt, da hat David Lynch extrem viel zu beigetragen. Das war auch dann so bis dann wirklich dann der Mord der Mörder enthüllt wurde. Und danach hat er sich ein bisschen zurückgezogen und danach hat die Serie auch stark nachgelassen. Es gab zwar immer noch dann auch sehr surreale Momente, aber danach haben sie ja auch irgendwie versucht, neuen Antagonisten einzuführen, und das hat dann alles so ein bisschen an Drive verloren. Aber auch gerade diese die erste Folge der zweiten Staffel auch total krass, lange Einstellungen, total Mindfuck irgendwie. Und genau dieses Gefühl, was da am Anfang der zweiten Staffel zum Tragen kam, das hat David Lynch halt knallhart durchgesetzt bei der dritten Staffel. Ja, die ist total, meine Freundin ist auch ein Riesenfan, sowohl von den alten Staffeln wie jetzt auch von der neuen, und die hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt so, ja, ich weiß ganz genau, wie David Lynch gesagt hat. David Lynch hat gesagt, ich mache das, ich mache eine dritte Staffel, aber nur, wenn ich eine Folge richtig krass abgeben kann, ja. Und das hat sie immer wieder gesagt, ja. Er sagt, hier gab es wieder ein Element. Ich drehe nur dann diese Serie, wenn ich diese krasse Szene reinbringen darf. Und das hast du halt oft gemerkt. Also er hat einfach wirklich es total ausgekostet, dass er auch da die kreative Kontrolle hatte. Nachher vielen Disput hin und her. Es gab ja zwischendurch, hat er regelrechtes Pokerspiel mit dem Sender gehabt. Zwischendurch auch gesagt, er macht's dann gar nicht, weil sie sich nicht einigen konnten. Hat dann schön Social Media für sich benutzt und zum Schluss dann doch seinen Willen gekriegt. Und ich fand, ja, hat sich gelohnt. Es ist wirklich, es ist wirklich geil. Also ich meine, ich war insofern ein bisschen traurig, weil, also er hat Fanservice geleistet, er hat alte Figuren wiedergeholt, er hat alte und aber auch interessant neu befüllt. Aber gleichzeitig hast du halt auch gemerkt, dass viele von diesen alten Figuren halt ja doch ein bisschen einfach genommen wurden, damit man sie halt hat, und die so ein bisschen detached gewesen sind von allem, und die eigentliche Story hat ja nicht mehr wirklich in Twin Peaks gespielt, oder? Es ging wirklich viel viel weiter als das, aber aus irgendeinem Grund habe ich das überhaupt nicht gestört. Ich bin total von den neuen Handlungssträngen halt gehuckt worden. Und die Dougie-Storyline war ein bisschen langatmig. Ne? Ja. Also das muss man schon sagen. Aber Jim Belushi und Robert Knepper haben alles wieder gut gemacht. Da hatte ich richtig Spaß mit den beiden. Ja, ich war so begeistert von der Tatsache, dass Kyle MacLachlan halt so krass unterschiedliche Figuren halt spielt. Ich meine, Bad Cooper, ja. Also das ist einfach so eine fiese Drecksau. Also irgendwie weiß auch nicht so, was sie mit seinem Gesicht gemacht haben, ob sie ihn irgendwie so mit Spraypaint irgendwie so ein bisschen so brauner gemacht haben oder was, aber so ein bisschen fettigeres Gesicht, lange Haare und so ein richtig fiesen Ausdruck irgendwie die ganze Zeit gehabt. Und also ich habe einfach Kyle MacLachlans Performance dort total abgefeiert und mochte es halt eben auch, dass man halt eben wirklich diesen Mut hat, komplett neue Motive auch einzuführen, komplett neue Sachen zu machen. Es hätte auch genauso gut in die Hose gehen können. Ich habe auch den Film, den Twin Peaks Film gesehen, kurz vorher, Fire Walk With Me.
Und das fand ich sehr anstrengend. Und das, da haben für mich halt diese surrealen Elemente nicht funktioniert. Ich habe vor allem festgestellt, dass die Schauspielerin von Laura Palmer irgendwie nicht besonders gut ist oder zumindest nicht der Aufgabe gewachsen war, ja, die eigentlich an sie gestellt wurde. Deswegen war sie halt auch eigentlich tot, ne? Könnte man gemein sagen. muss man so wissen, böse sagen, das hat sie sehr gut gemacht. Und was sie auch sehr gut gemacht hat, ist halt diese paar Szenen, wo sie halt irgendwie sehr lacht und also dieses ihr Lachen war echt gut, aber das, was halt im Film von ihr verlangt wurde, das heißt, ist nicht so, hat nicht so gut funktioniert. Und also ich will damit nur sagen, es hätte für mich auch genauso gut eher wie der Film sein können, diese neue Staffel, dass David Lynch wieder einfach ein bisschen overboard geht, weil zum Beispiel Inland Empire, einer der letzten Filme von David Lynch davor, war super lynchig, super krass surreal, aber so stark, dass mich der Film verloren hat. Ich möchte mir jetzt demnächst nochmal angucken, aber wo ich wirklich sage, okay, ich komme da nicht mehr mit, ich kann das auch nicht mehr genießen, ich kann auch diesen Surrealität nicht mehr genießen, weil es halt einfach viel zu viel ist. Und das, finde ich, ist ihm bei Twin Peaks Staffel 3 sehr gut gelungen, dass er immer wieder die Kurve gekriegt hat. Er hat immer wieder so ein bisschen seinen Flair halt auch verankert bekommen in einfach schönen Charakteren, in witzigen Situationen, ja, auch viel Witz, viel Comedy irgendwie auch reingebracht. Und dann gab es dann zwischendurch wieder so eine Atombombenfolge, ja, wo du einfach nur so gesagt hast, what the fuck, aber er hat immer wieder schön die Kurve gekriegt. Also ich muss sagen, es war wirklich für mich ein Seherlebnis. Laura Dern, David Duchovny in seiner Paraderolle. Ne? Also. Ja, absolut. Richtig, richtig schön, richtig schön. David Lynch hat sich selbst ziemlich viel reingeschrieben, habe ich nicht so ganz verstanden, warum. Ich meine, ja, mich hat es nicht gestört, ich mochte ihn. Ich mag seine Rolle. Ich finde das auch super mit seinem schlecht verstehen und so. Das ist schon, ja. Ja. Sehr cool. Naja, das war auf jeden Fall sehr schön. Genau, das war meine Top Twin Peaks. Also ich würde gerne mit dir jetzt stundenlang drüber reden. Das können wir vielleicht wirklich mal nachholen. Über Twin Peaks müsste man echt mal ein bisschen ausführlicher sprechen, aber das schaffen wir heute nicht. Nee. Gehen wir mal weiter. Genau, ein bisschen kürzer gefasst. Mein Platz 6 ist Baby Driver. Der Film von und, ja, nicht mit, aber von Edgar Wright. Mit Ansel Elgort, der den Baby spielt. Der meiner Meinung nach auch ein genialer Han Solo gewesen wäre. Allein in dem Film, weil er auch die Weste anhat und der hätte echt wirklich ein super junger Han Solo sein können. Vor allem, weil sich ja alle bei der Produktion aktuell über den, ich komme gerade auf seinen Namen nicht, aber auf den, der jetzt Han Solo spielt, aufregt, der hätte Schauspielunterricht benötigt während der Dreharbeiten und so. Ja, da denke ich mir nur, oh Gott. Ne? Also, ja. Kevin Spacey, über den man ja eigentlich gar nicht mehr reden darf, aber auch da wieder in einer sehr, sehr starken Rolle. Ja. John Bernthal, den Punisher, spielt mit John Hamm und Jamie Foxx. Auch in richtig geilen Rollen, sehr skurrile Figuren. Jamie Foxx auch hier aus von unserer Vorspannstimme und regelmäßiger Gast. Charles Rettinghaus synchronisiert wieder mit der typischen Jamie Foxx-Stimme. Also sehr, sehr geil. Also geiler Film, geile Musik, ja? So typisch, wie man es halt auch aus anderen Filmen von Edgar Wright kennt. Nur diesmal noch viel, viel mehr mit Musik, weil er halt die ganze Zeit einen Knopf im Ohr hat, weil er einen Tinnitus hat. Um das zu überspielen, hört er halt viel Musik und agiert halt passend auch immer zur Musik. Also er gibt passend Gas, lenkt und das Ganze ist natürlich passend zur Musik geschnitten, wie ein langes Musikvideo. Und ich fand ihn super. Also mir hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen auch verdient auf Platz 6. Ja, das ist witzig, denn mein Platz 5 der Filme ist Baby Driver. Also sind wir... Super. Ja, passt perfekt. Und da kann ich auch, also alles genauso, wie du gesagt hast. Ich fand für mich halt auch, also ich fand den Film halt auch deswegen interessant, genau wegen dieser Tatsache, dass er halt so stark auf die Musik geschnitten hat und dass er halt vor allen Dingen auch das in der Story verankern konnte, dass es einfach klar ist, warum wir so viel Musik hören und warum auch, also seine ganze Welt so stark von der Musik dominiert wird. Das fand ich sehr interessant. Und mein erster Film, mein Kurzfilm in Gamers Day, war auch schlussendlich ähnlich angelegt. Hat auch sehr stark über die Musik funktioniert, auch wie ein langer 40-minütiges Musikvideo, wenn du so willst, auch sehr stark der Schnitt orientiert an der Musik, die Musik sehr stark benutzt, um die Emotionen halt des Protagonisten halt auch zum Ausdruck zu bringen, und deswegen konnte ich mich da total auch als Macher total reinfinden und dachte, okay, cool, super, genau sowas mal im Hollywood-Format, im Großformat, das hat noch gefehlt und das war einfach was Neues, was er da dann echt auf die große Leinwand gebracht hat. Und insofern, ja, wirklich schönes Ding. Die Liebesbeziehung zwischen den beiden fand ich so ein bisschen, also es gab viele Sachen, wo ich mir gesagt habe, das ist Standard, das ist, ja, ich jetzt nicht vom Hocker, aber eben
diese Elemente, diese macherischen Elemente, die fand ich, haben schon sehr herausgestanden. Auch da kleiner Fun Fact: Deborah, gespielt von Lily James, ist mit Matt Smith, also Doctor Who, liiert, und sie spielt jetzt auch, den muss ich noch gucken, Die dunkelste Stunde, Darkest Hour, spielt sie auch mit. Also sie scheint jetzt auf den Geschmack gekommen zu sein. Ja, gerade im Kommen zu sein, ja. Den habe ich auch noch nicht gesehen, genau, Churchill, der Churchill-Film, ne? Ja. Ja, cool. Da sind wir uns ja relativ ähnlich, auf jeden Fall in dem Bereich. Das ist sehr schön. Baby Driver, dann können wir unsere Plätze, mein 6. Platz und deinen 5. Platz direkt an der Stelle abfrühstücken. Und ich gehe direkt weiter mit meinem Platz 5. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ab jetzt könnte man die ersten 5 bei mir auch wirklich so ein bisschen durchmischen. Ich fange jetzt mal mit dem ersten an. Er ist vielleicht deswegen nur auf Platz 5, ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Pathos eigentlich davon vermutet hatte. Es geht um Dunkirk. Christopher Nolans nächster Streich, wieder schön mit IMAX-Kameras gedreht, super inszeniert, tolle Bilder, tolle Effekte, wenn man es so nennen darf. Viele haben den Film als langweilig interpretiert, weil er halt nicht so ein typisches Pacing wie ein Film hat, sondern wirklich im Grunde 3 verschiedene Schauplätze zeigt und einfach, ich sag mal wirklich so plakativ sage, wenn ich sage, der Film wurde, es wurde wurden einfach Szenen aus dem Krieg gezeigt, ohne dass es da wirklich irgendwie einen extreme Spannung, Dialoge, lustig oder was auch immer geben muss oder geben wird. Genau, also, Da kann ich nur kurz dazu krätschen. Ja, gerne. Ich muss leider sagen, leider ist Dunkirk bei mir auf der Liste meiner größten Enttäuschungen dieses Jahres gewesen. Oh! Siehst du, da kommen wir einmal, ist ja auch mal spannend für die Zuhörer, da kommen wir einmal mal gegeneinander. Auf jeden Fall, ja. Also ich bin ein riesen Christopher Nolan-Fan und deswegen war es halt für mich eine Enttäuschung. Es ist nicht, weil ich den Film so schlecht fand, sondern weil ich mir so viel davon erwartet habe und diese sehr hohe Erwartung halt nicht erfüllt wurde. Also erstmal, was ich gut fand, definitiv war die Tatsache, also dieser geniale Kniff, dass du 3 Timelines, die du hast ja einmal, glaube ich, eine Woche, die geschnitten wird, du hast einmal einen Tag, der geschnitten wird, und du hast einmal irgendwie eine Stunde, die geschnitten wird, ja. Und das ist halt, das ist genial, also dramaturgisch, macherisch, geniale Idee, auf die Weise halt 3 Storylines zu verbinden. Ich fand den Film nicht langweilig, ich fand ihn anstrengend, das war mein Problem. Ich fand ihn anstrengend zu gucken. Hans Zimmer hat wirklich auch total sich jetzt gefunden, kann man sagen, mit in der Kollaboration mit Christopher Nolan, und halt ein sehr brutales Sounddesign und vor allen Dingen halt sie haben einen Ton benutzt, der sogar einen Namen hat, dessen Namen mir mal gerade entfallen ist, der diese Illusion erweckt, als würde er ständig ansteigen, so ein das ist so eine akustische Täuschung, aber das Gefühl entsteht, dass es halt ständig ansteigt, und dieses Gefühl haben sie halt 2 Stunden durchgehalten. Das heißt, du hast eigentlich eine 2 Stunden durchgängigen Spannungsbogen gehabt, also der kein Bogen war, sondern der halt eben quasi immer weiter angestiegen ist. Du konntest zu keinem Zeitpunkt durchatmen, und ich habe es als anstrengend empfunden. Und die Charaktere, was ja auch vielfach dann genauso gut auch positiv bewertet werden kann, sind ja bewusst sehr flach gehalten worden, um sie stärker repräsentativ für generell Soldaten, für generell Leute dazu zu halten, nicht so sehr sich zu sehr jetzt in einer einzelnen Figur dazu zu verirren, aber hat mir halt es auch schwer gemacht, mich emotional zu connecten halt mit den ganzen Dingen, die da halt passiert sind. Das stimmt, kann man auch nicht. Also das Einzige, wo man wirklich, glaube ich, emotional wieder aneckt, also jetzt komme ich wieder mit Kindern, die Szene natürlich auf dem Schiff, ne, das war schon mit Cillian Murphy. Das war schon fies, ja, stimmt, ne? Stimmt, vorher, ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall eine Szene, die auch für sich genommen funktioniert. Aber ich kann nicht verstehen, warum vielleicht für viele das dann auch ein Kritikpunkt ist. Ich habe es halt wirklich, ich glaube auch, dass er es mit Absicht so gemacht hat, und glaube, das kann man mögen, aber ich kann es auch verstehen, wenn man es nicht mag. Also von daher, ja, kann ich verstehen. Aber für mich immer noch einer der besseren oder der Top-5-Filme für mich, ja. Total, also und die allgemeine Meinung, also ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie er im Oscar-Rennen sich machen wird, aber also er ist ja wird auch von allen Seiten sehr hoch geschätzt, und also ich bin gespannt, ob er das halt eben auch, also ob das so auch dann der
Vibe sein wird, aus dem dann das Ganze rausgeht zum Schluss, ob er das dann so abgespeichert bleibt oder also wie er einfach sich im Gesamtwerk von Christopher Nolan weiterhin verorten wird. Aber also ich sehe auf jeden Fall, dass da, also du hast wirklich Meister bei der Arbeit gesehen, von allen, an allen, in allen Departments, an allen Freunden, und alles, was da getan wurde, war eine sehr, 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 sehr bewusste Entscheidung. Und ich denke auch, dass Christopher Nolan ganz genau exakt das halt gemacht hat und geschaffen hat, was er halt damit erreichen wollte. Und es ist, ja, wie wir feststellen, etwas, was vielen gefällt, aber was auch dann bei einigen dann entsprechend polarisierend wird. Ja, richtig. Ja, schön. Platz 4 bei dir. War Mother. Ah. Dann überhole ich dann gleich oder geht's erstmal wieder, geht's an dich weiter? Sehr gut, genau, Masse haben wir gesprochen. Kann ja. Ich auch verstehen, dass man ihn höher einsortiert, von daher alles gut. Ja, aber bei mir war ja quasi, ich habe ja nur 5 Filme, das heißt also, er ist streng betrachtet bei mir auf Platz 8 oder na, je nachdem, wie man es nimmt, weil ich habe ja nur 5 Filme, also ich habe ihn auch eher nach hinten sortiert, ne? Mhm. Kann man sozusagen sehen. Auf meinem Platz 4 ist ein DC-Film. Nein, es ist nicht Justice League. Muss schon selber lachen. Nein, es ist Wonder Woman, weil er mich doch positiv überrascht hat. Er macht sehr viel Spaß. Die Darstellerin ist super sympathisch. Chris Pine als Sidekick funktioniert super, was er leider in Zukunft dann bei den Filmen nicht mehr sein kann, was halt ein bisschen schade ist. Auch mal in den Ersten Weltkrieg zu gehen, ist, denke ich, eine gute Idee, dass man nicht es 1:1 fast nachmacht wie Cap America, sondern sagt, okay, wir machen Wonder Woman im Ersten Weltkrieg, finde ich super, fand ich eine gute Idee. Auch die mit ihr dann in den Krieg ziehen, sind alles sehr sympathische Charaktere, die machen Spaß, und es ist halt nicht so ein extremes Effektgewitter. Ja, es gibt am Ende natürlich eine große Schlacht, aber die hält sich trotzdem noch im Verhältnis zu allen anderen DC-Filmen noch in Grenzen. Und auch der Twist, so nenne ich ihn mal am Ende, war dann für mich sogar ein bisschen überraschend. Da habe ich an der Stelle, muss ich zugeben, habe ich nicht mitgerechnet. Und deswegen in der Summe, in der Summe mit den, auch natürlich Robin Wright am Anfang, also generell die ganze Szenerie und so, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen für mich auf Platz 4 Wonder Woman. Sehr schön. Mhm. Du hast ihn gesehen, habe ich gerade so rausgehört, ne? Ich habe ihn gesehen. Bei mir rangiert er einfach auf keine Liste, aber weder im Negativen noch im Positiven. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn auch unterhaltsam. Mein Ding ist einfach, also man kann bei mir einfach nicht punkten mit Wonder Woman, sagen wir es mal so. Also ich habe schon damals, also ich bin eh kein großer Fan jetzt generell von allen Comichelden. Ich habe halt immer, wenn ich an Wonder Woman denke, habe ich noch diese 60er oder 70er Jahre Serie und diese Musik, und ne, so wo sie sich starke, dreht und so. Es ist alles so ein bisschen trashy und es ist ganz, ganz schwer, das aus meinem Kopf rauszukriegen. Aber das gesagt, der Film hat wirklich mich sehr positiv überrascht, weil er überhaupt nicht dieses Flair hatte. Ich habe mich gefragt, wie kriegt man dieses in meinem Kopf so trashige Bild irgendwie beseitigt? Und das ist dem Film auf jeden Fall total gelungen. Ja. Und das ist doch schon, also deswegen hat das aus dem Negativen für mich wieder so hochgezogen ins sagen wir mal, neutral Positive. Genauso bin ich gespannt auf Aquaman, weil da habe ich ähnliche Probleme. Ja, da habe ich deutlich mehr, in Anführungsstrichen, Angst vor. Also dem traue ich einfach nicht so viel zu wie jetzt ein Wonder Woman, muss ich fast schon sagen. Von daher bin ich da skeptischer. Aber was mich ja auch halt, was ich ganz toll fand, dass es auch mal eine Frau an der Stelle schafft, so einen Blockbuster erstmal überhaupt in die Hände zu bekommen und den dann auch noch mit das Beste, was DC die letzten Jahre gebracht hat, mit so umzusetzen. Ne? Und auch noch erfolgreich zu sein. Also win-win-win. Also echt super, super Ding. Das stimmt, ja. Gut. That's right. Dann bin ich wieder dran mit meinem Platz. Ein Treppchen. Genau. Platz 3, auch ein Film, über den wir, glaube ich, mal kurz geredet hatten, schon bei unserem letzten Podcast, Get Out. Get Out, auch ein Film, der überraschend war. Also eigentlich ein Horrorfilm, der auch mini kleine Produktion gewesen, so aus dem Hause hier Blumhouse, ne, ist es, glaube ich, oder wie heißt der? Der Produzent, der halt eben diese ganzen Micro-Budget-Filme macht. Geht's, also du hast einen Horrorfilm, der sich mit Rassismus gleichzeitig beschäftigt. Du hast halt einfach ein,
ein mixed gemischtrassiges Pärchen, was halt zu den weißen Eltern der Tochter halt zu einem Wochenendausflug aufbricht, und der schwarze Protagonist fühlt sich da halt, also am Anfang ist allerdings ganz gut, er wird da gut aufgenommen, aber dann werden die Dinge irgendwie immer merkwürdiger, und er hat das Gefühl, dass da irgendwas in diesem Haus, in diesem weitflächigen Landhaus da einfach überhaupt nicht richtig rund läuft, und dass irgendwie das Interesse an seiner Person von den Eltern und auch von den Freunden der Eltern verdächtig ist, ja, und dass die irgendwas mit ihm vorhaben, was ganz und gar nicht koscher ist, ja, so viel mal gesagt, und daraus entwickelt sich dann halt ein Horrorplot, aber auch mit witzigen, schwarzkomödiantischen Elementen, und bin halt eben auch an den Film rangegangen, habe halt überhaupt nichts mir von dem Film erwartet und bin dann sehr, sehr positiv überrascht worden. Fand's eine super witzige Idee. Wie soll ich sagen, gerade denke ich, wenn du halt in Amerika lebst, hast du nochmal eine andere Perspektive zu. Aber ich konnte mich da gut reinversetzen, reindenken, wie sich das so anfühlen muss, halt, wenn du in so einer aufgeladenen, also rassistisch aufgeladenen Stimmung bist oder wo Rassismus so stark diskutiert wird. Und dann kommt so ein Film, der halt dem so einen interessanten Spin halt, so einen ironischen Spin verleitet. Weil man kann sagen, Rassismus wird behandelt. Diese Leute wollen was von ihm, wollen was von unserem schwarzen Protagonisten, aber sie wollen im Grunde, sie wollen ihm was Böses, aber weil sie ihn für was Besseres halten, wenn du es so willst, ja. Und ich fand das eine sehr interessante Dimension, gerade halt für den Low-Budget, No-Budget Charakter, den die Produktion hatte. Ja, und optisch auch ein paar nette Sachen, gerade diese Hypnose-Szene, wenn er dann so runter versinkt und weggegleitet und so, das war richtig, schon sehr beängstigend. Richtig. Genau. Und generell so Moment, es gibt einen Moment, wo er mal nachts rausgeht vor die Veranda und plötzlich kommt ihm einfach aus der Nacht, aus dem dunklen Garten, kommt ihm einfach so ein alter schwarzer Mann entgegengerannt, so richtig mit Fullspeed entgegengerannt, und im letzten Blick weicht er aus oder so und denkst, hä? Warum? Und das ist in dem Augenblick, kannst du es überhaupt nicht erklären. Und dann am Ende macht halt alles total Sinn auf so eine abgespacede Art und Weise, ja. Und also ich fand ihn deswegen sehr, sehr unterhaltsam und einfach eine angenehme Bereicherung so für die Filmlandschaft. Ja, der hat mich so ein bisschen manchmal bei der Skurrilität an den letzten Shyamalan mit dieser Familie oder mit The Visit oder wie der hieß. So ein bisschen dran erinnert. Ja. Natürlich nicht von der Auflösung her, aber so von der Art her. Ja, ne? Ja. Doch, ja, absolut. Dem würde ich auch zustimmen. Den ich auch überraschend gut fand, also dafür, dass ich Shyamalan eigentlich schon abgeschrieben hatte. Also dachte ich, oh, okay, wow, doch. Ging mir genauso. Und schön, dass du Get Out mit drin hast. Ich hatte ihn so ein bisschen als Wackelkandidat S oder Get Out, und hatte mich dann halt in dem Fall jetzt vielleicht zum Glück für S entschieden. So haben wir halt beide drin. Ja, Get Out kam auch sehr überraschend und hat mir auch sehr gut gefallen. Kann ich also auch, was du sagst, genauso unterschreiben, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr wir hier Überschneidungen haben werden. Ja, bei den Top 3, ne? Also, du hast noch keinen von meinen dreien genannt, und ich glaube dann, ich wahrscheinlich von deinen drei auch noch nicht, ne? Ne, genau. Also, Platz 3 ist auch ein dritter Teil. Es geht um, ich nenne direkt den englischen Titel, weil ich die deutschen albern finde, War for the Planet of the Apes. Ich muss dazu sagen, ich war oder bin Riesenfan von den ersten beiden. Hatte auch, ich meine, in den Jahren sowohl den ersten als auch den zweiten Teil jeweils auf Platz 1. Dieses Jahr schafft er das nicht ganz, weil er doch an einigen Stellen so ein paar Längen hatte und er mir qualitativ oder einfach von der Story her nicht mehr so gut gefallen hat wie die ersten beiden. Aber trotzdem für mich immer noch ein verdienter Platz 3, weil Andy Serkis einen Caesar spielt zum Zungeschnalzen und generell die Affen und die Effekte aussehen wie aus einem Guss, als wären es echte Affen. Also da gibt es kein Uncanny Valley, wie zum Beispiel vielleicht beim Rogue One oder bei irgendwelchen Filmen, wo man Prinzessin Leia dann wieder belebt oder solche Geschichten. Ne? Also das funktioniert. Woody Harrelson spielt mit, der funktioniert immer meiner Meinung nach. Woody Harrelson kann man eigentlich auch immer gut sehen. Das Ganze wird auch zu einem tollen, herzergreifendem Ende geführt. Also es ist ein tolles, rundes Ende. Optik, sagte ich bereits, ist top. Und auch der Film an sich, natürlich auch die Story im Film ist schon in Ordnung. Ist jetzt nur nichts extrem Bahnbrechendes. Und ich finde halt immer noch,
gerade der erste Teil, weil er in unserer Zeit spielte, hatte der noch ein bisschen mehr was Greifbares als jetzt natürlich diese in Anführungsstrichen reinen apokalyptischen Endzeitfilme. Aber trotzdem für mich Planet der Affen, der letzte Teil in dem Falle, der leider auch finanziell dann auch nicht mehr so erfolgreich war, für mich ein verdienter Platz 3. Okay, sehr schön. Ja, also ich habe ihn auch gesehen. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich würde mir auch sehr wünschen, dass Andy Serkis vielleicht auch dafür mal sogar nominiert werden würde. Oh ja. Das wäre auf jeden Fall eine Signalwirkung. Das wäre eine Signalwirkung, mal diesen Schritt zu gehen, zu sagen, auch digitale Artisten oder Schauspieler, die stark digital verändert werden, haben trotzdem, können auch so spielen, dass sie halt Oscar wert sind. Das finde ich ja schön. Das wäre auch eine gute Gelegenheit, weil bei Herr der Ringe hat ja auch der dritte Teil dann quasi die ganzen Oscars abgestaubt, weil alle wussten, jetzt ist es zu Ende. Genau. Also es wäre jetzt, sagen wir mal, so der richtige Zeitpunkt dafür. Ich fand auch, wie du, dass die Story halt abgesackt ist, das hat mich halt enttäuscht von dem Film, gerade weil ich halt auch sehr hohe Erwartungen hatte. Ich fand gerade beim zweiten, also der erste hat mir auch gut gefallen, sehr gut gefallen, und der zweite, da fand ich halt teilweise das Thema so gut gewählt, und ich habe schon fast, für mich hatte ich auch fast schon eine Tragödie Shakespeare'schen Maßes irgendwie da ausgespielt, also wie eigentlich wirklich doch alle Frieden wollen, aber dann passieren Dinge, die einfach, wo du auch einfach als Zuschauer sagst, ja, okay, wenn es so passiert, scheiße, was soll man halt machen? So ist es halt. Das ist wirklich so, wie der Konflikt sich wirklich so tragisch dann halt zuspitzt auf einen unausweichlichen Krieg. Das fand ich halt sehr, sehr gut und sehr gut erzählt. Und vor allen Dingen, weil ich halt auch die, ich meine, den alten Planet der Affen auch kenne, jetzt nicht den Tim Burton, sondern den richtigen alten Planet der Affen. Auch, ja. Und den ersten Film halt, den ersten Film toll fand, und die Filme, die danach kamen, dann auch graduell schlechter wurden. Und ich mir deswegen dachte, naja, die Franchise ist eigentlich eh schon gegen die Wand gefahren, und was willst du halt heute noch mit dieser Thematik machen? Ne? Ich meine, wenn ich irgendwie höre, Affen regieren die Welt, mein erster Impuls ist so ein bisschen, ja, Trash. Aber das ist der neuen Franchise so gut gelungen, das so einfühlsam, auch mit den Special Effects, auch mit dem Schauspiel, auch mit der Story halt zu machen. Ja, und das alles gesagt, ist auf jeden Fall auch ein schönes Ding gewesen. Ja, wie gesagt, ich war ein bisschen halt enttäuscht, dass er für mich nicht wieder ganz vorne, ganz, ganz vorne steht, aber ja. Trotzdem schmälert das nicht einen runden Schluss und in der Summe eine schöne Trilogie. Ne? Ja, das stimmt. Dann bin ich mit meinem zweiten, oder? Mit meinem Film Nummer 2 dran. Logan. Haha, jetzt gibt's mal eine Überschneidung. Den habe ich auf meinem Platz 1. Sehr schön. Da siehst du, da sind wir uns doch ganz, ganz, ganz nah. Vielleicht sagst du sogar noch mehr dazu als ich. Für mich nur so viel. Ich fand's mal wieder mutig, und das ist vielleicht ein Thema, das haben wir langsam rausgehört. Ich find's toll, wenn Filme mutig sind. Mhm. Ich hätte es nicht erwartet in so einer Franchise, in so einer Wolverine X-Men Franchise, dass du halt diesen Ton anstimmst, dass auch das Studio und alle sich drauf einlassen, dass du halt Hugh Jackmans Wolverine auf diese Weise halt zu Grabe trägst. Das ist sehr gut gewesen, das Charakterspiel. Aber, sehe ich ähnlich. Also, aber willst du Wolverine in so einem normalen X-Men-Film einfach sterben lassen? Ich finde gerade, das ist doch genau das, was er verdient hat, so einen Abgang, ne? Absolut. Und ich finde es toll, dass sie es halt auch so durchgezogen haben. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, was das für, also ich bin mal zynisch, ich gehe mal davon aus, dass das keine Langzeitauswirkungen hat auf irgendwelche Franchise-Erwägungen. Wahrscheinlich ist Wolverine dann irgendwann demnächst wieder als neuer Schauspieler da. Aber trotzdem diesen Mut zu haben, dass halt das Vorhandene so zu Ende zu führen, finde ich super. Also dem kann ich nur applaudieren. Und ich meine, es war nicht nur gut gedacht, es war auch gut gemacht. Ja, und das, es ist ja 20th Century Fox, gehört jetzt eh Marvel. Also der wird, ein Wolverine kann jetzt auch in den Marvel-Filmen auftauchen. Also das wird jetzt eh bald ganz, ganz anders werden. Von daher ist es ein schöner runder Abschluss für den Hugh Jackman Wolverine. Ne? Mhm. Du meintest gerade, das wäre mutig. Da bin ich mir gar nicht ganz so sicher, weil im Endeffekt hat Deadpool davor gezeigt, wie gut das funktionieren kann, wie extrem erfolgreich man genau mit der Schiene sein kann. Und sind wir mal ehrlich, genau darum ist Logan überhaupt erst zur Welt, also der Film so zustande gekommen, durch den Erfolg von Deadpool. Und deswegen finde ich es jetzt nicht zwingend so extrem mutig, aber halt sehr gut umgesetzt, dank James Mangold. Ja, genau. Also
Stimmt, ohne das brutal, also ich glaube, Deadpool war der erste Film, der so hart geratet wurde, ne? Der glaube ich, ein 16er Rating oder wie das in Amerika gehandhabt wird, bekommen hat. Und trotzdem halt finanziell erfolgreich war. Und dann hat es halt daraufhin auf der Erfolgswelle da halt eben dann auch Wolverine so ein bisschen den Ton anheben können. Aber ja, also ich fand, also was ich mutig fand oder was ich halt interessant fand, dass sie es halt so gemacht haben, war, dass der Ton so, also dass wir es erstmal in eine ganz andere Zeit verortet haben, dass es irgendwie so plötzlich in so einer fast schon postapokalyptischen Welt uns irgendwie bewegen, dass du Anleihen von anderen Genres hast, dass du fast schon so Western-Anleihen mit drin hast. Also überhaupt, also der ganze Stil war halt eben einfach, einfach anders und das fand die ich ja. Die Idee ist halt, es ist ja gar nicht so weit in der Zukunft, es spielt 2029 und aber es ist halt irgendwas vorgefallen, was man ja auch so ein bisschen immer angedeutet bekommt, in Verbindung mit Charles Xavier, ne, durch seine Demenz, glaube ich, ist es sogar, stimmt, oder durch seine, ja, Krankheit, dass er dann natürlich... Das ist eine geile Idee, genau, ja. Genau, dass er dadurch natürlich unkontrolliert eine Menge Blödsinn machen kann oder schlimme Sachen machen kann. Mhm. Genau, das ist halt passiert. Und Logan versucht ja dann halt ihn fast schon wie einen Sohn quasi, seinen Vater halt zu schützen, zu betreuen, zu pflegen und sich halt, ja, aus allem rauszuhalten. Ne? Und dann kommt aber halt 23 dazwischen, das kleine Mädchen, was dann doch mehr Ähnlichkeit mit Logan hat, als Logan sich das am Anfang eingestehen möchte, und hilft dem Mädchen dann halt quasi in Sicherheit zu kommen. Und das ist dann quasi auch so sein letzter großer Akt, den er macht, und auf dem Weg dahin passieren ja doch einige Sachen, gerade auch mit, nicht nur Logan geht damit zu Ende, sondern es ist ja auch das Ende von Charles Xavier an der Stelle, ne? Das stimmt. Es ist ein regelrechter Road-Movie, ja, eigentlich, ne? Ja. Das ist so wirklich so, ja, sie gehen auf einen Trip nach zum schützenden Ort für das Mädchen. So Richtung, weiß gar nicht, wo, Richtung Kanada oder was gehen sie, glaube ich, oder gehen sie nach unten? Nee, ich glaube, sie gehen Richtung Kanada, wollen sie hochfahren, ne? Und auf dem Weg dahin passieren dann eben allerlei Dinge. Ja, also es ist wirklich ein interessanter Genre-Mix und auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr geiles Ende. Also, und auch so wo man wirklich sagt, okay, machen wir jetzt mal Nägel mit Köpfen. Ja? Nicht so wie, wie zum Beispiel eine Serie wie Dexter zu Ende gehen lassen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber ja, wo man dann einfach weiter. So, naja, wir lassen uns einfach noch so alle Optionen offen so ein bisschen, sondern nee, wirklich, bam, so ist es. Und ja, also deswegen hat mir der Film auch sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr cooler Flair. Genau, und wirklich ist der von meiner Seite auch überraschenden Highlights. Also ich wusste schon ein paar Monate vorher oder so, da kommt der Film Logan, aber nachdem die Einzelfilme von Wolverine davor meiner Meinung nach ziemlich schwach waren, habe ich mich mehr positiv überrascht, dass dann Logan the Wolverine so ein Erfolg wird. Absolut. Also das ist genau. Das hätte ich halt eben auch nicht kommen sehen. Ich dachte, naja, der Weg ist ganz klar vorgezeichnet, wie sich Hugh Jackman seinen Wolverine in den Einzeldingern vorstellt. Und dann kommst du halt plötzlich mit so einem Ding an. Und dann ist es auch noch gut. Und es wird auch noch gut aufgefasst. Also runde Sache durch und durch. Genau. Das war dein Platz 2, ne? Ja. Genau. Mein Platz 1. Vielleicht ist es jetzt genau andersrum. Deswegen würde ich dich bitten, deinen Platz 1 vorzustellen. Und wenn das... Wenn da eine Zahl im Namen drin ist, dann... Also, mein Platz 1, mein absoluter Lieblingsfilm 2017. Ich war sehr skeptisch, ich war sehr ängstlich, ich hatte sehr große Angst gehabt, dass es nicht so passieren würde, dass er zu meiner größten Enttäuschung vielleicht werden könnte. Aber der Regisseur hat es hingekriegt. Er hat es wirklich geschafft, eine uralte Franchise, oder Franchise kann man gar nicht, kann man gar nicht nennen, aber einen uralten Film, ein wunderbares neues Korsett zu verpassen. Neues Kostüm zu verpassen. Und es ist Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve. Und ich liebe ihn, ja. Ja. Habe ich ja schon andeutet, Arrival. Ja, genau. Und deswegen war ich sehr positiv gestimmt. Ich dachte auch, das passt gut, dass Arrival dein Platz 1 des letzten Jahres gewesen ist. Dann hat sich Denis Villeneuve ja wirklich dann 2 Jahre hintereinander wirklich das Beste vom Besten geleistet. Ich muss wirklich sagen, also ich muss immer dazu sagen, ich finde, man darf nicht vergessen, dass es, wenn du so eine Fortsetzung machst von so einem Ding, du eine gewisse Aufgabenstellung hast, und dieser Aufgabenstellung musst du halt auch gerecht werden. Und ich meine, Blade Runner wird immer Blade Runner bleiben, und jeder Film, der danach kommt, ist halt
ist halt nur in Anführungszeichen die Fortsetzung davon. Aber ich finde, in diesem Rahmen hat der Film alles richtig gemacht, was du halt einfach nur richtig machen kannst. Er hat das Ursprungsthema genommen, er hat das Ursprungsthema weitergesponnen. Er hat die Atmosphäre aufgegriffen, das, was den alten Film so gut gemacht hat, und hat sie wiederbelebt, hat sie dazugeholt, hat sie aber auch um neue Motive, um neue Themen ergänzt. Der Cast ist super. Ryan Gosling habe ich das total abgenommen. Ich hab hier den Batista, ne, heißt er, als Replikanten, oh ja, total abgenommen. Das war ein wunderbarer Leon-Ersatz sozusagen. Also so. Der überrascht mich sowieso immer wieder, der Dave Batista. Also ja, also ich, da in diesem Film fand ich ihn super, also mit seiner kleinen Brille, so als so ein riesiges Monster-Vieh, der aber so zur Ruhe gekommen ist und wirklich alles ganz fein macht und ne, eigentlich, und du als Zuschauer schon merkst, ja, oder dir schon denkst, alleine nur durch diese Bilderwelt, die geschaffen wird, allein durch die Besetzung, so, lass diesen Mann doch in Ruhe, meine Güte, lass ihn doch einfach in Ruhe sein Leben leben, ja, aber nein. Der Blade Runner hat eine andere Aufgabe und geht halt auf die Jagd. Und ja, die Technologie auch gut weitergeführt aus der alten Zeit. Also du merkst auch, das sind diese 30 Jahre vergangen. Ich meine, das ist eine interessante Herausforderung. Du hast eine Endzeitstimmung in einem Film und du musst diese Endzeitstimmung weiterdenken. Ja, also wo du eigentlich davon ausgehst, die Welt ist sowieso schon vom Abgrund. Aber irgendwie hat er das geschafft. Auch ich finde gerade durch die Bilderwelt von Las Vegas, wo Ryan Gosling dann ja auf Deckard, also auf Harrison Fords Charakter trifft, hat er das nochmal wunderbar erweitert. Ja, durch dieses wüstenhafte, nebelhafte, diese Orangetöne und so. Also es ist, oder auch die Tatsache, dass es dann auch schneit in der Stadt. Das war Denis Villeneuve sehr wichtig. Das ist auch, dass es bei ihm eher schneit als regnet. Also hat er einfach wirklich genau gewusst, was die Welt Blade Runner braucht und sie halt eben einfach noch zusätzliche Impulse gegeben. Und dann auch natürlich Jared Leto als der neue Tyrell quasi, als der neue Mastermind. Ja. Ich habe auch abgefeiert und Musik, also es gibt wirklich. Ich fand die Musik auch wieder Bombe. Super gut. Also es ist, da gab es ja auch einen kleinen, also Clinch kann man es wohl nicht nennen, aber ursprünglich sollte ja auch dieser Johan Johansson, glaube ich, halt die komplette Musik machen, der auch sonst für Villeneuve immer die Musik gemacht hat, aber die haben sich halt dann gemeinsam darauf geeinigt, dass das einfach nicht so passt, nicht so funktioniert, und dann haben sie ja Hans Zimmer so als sichere Bank genau, an Bord geholt und der hat dann, der hat es dann auch wirklich ins Ziel gebracht, kann man mal sagen. Ja, also der Johansson, ich hatte das mal gelesen, der hat sich wohl, also laut Villeneuve sogar, wohl von dem Original Vangelis Soundtrack zu weit wohl entfernt, oder es war nicht nah genug am Original, und deswegen haben sie dann halt gesagt, okay, lassen wir mal Hans Zimmer das machen. Ja, genau, und der hat's gut aufgepasst, der hat trotzdem so einen Hans Zimmer Sound, der Sound ist irgendwie bedrohlicher, hämmernder, irgendwie so noch ein bisschen maschineller, industrieller, aber trotzdem im Rahmen des ursprünglichen Flairs, und ja, hat ihm halt eben einfach, also, und der ganze Film spielt ja halt eben auch noch mehr auch irgendwo in der Industrie, kann man fast sagen, also auch zumindest mal jetzt, wenn wir uns diesen Schrottplatz da nochmal vor Augen führen, dieses ganze Szenario auch, wo ja auch Ryan Goslings Charakter denkt, seine Kindheit verbracht zu haben, also es passt auch also einfach, als würde ich damit sagen, Hans Zimmer ist, habe ich sowieso, da ziehe ich sowieso meinen Hut, der versucht immer, wie ich finde, die Essenz eines Films auch zu übernehmen, also der Bilderwelten zu übernehmen und irgendwie eine Übersetzung zu finden in seinem Sound und so. Und das gleichzeitig in einer Franchise, die noch andere Sachen berücksichtigen muss, die sich noch orientieren muss nach hinten. Das ist schon eine gute, also krasse Herausforderung, die er, finde ich, sehr gut gemeistert hat. Und also die Gesamtatmosphäre stimmig, toll. Auch der Level wieder von Interpretation, auch gerade die letzte Szene, ne, wenn Ryan Gosling dann da liegt und irgendwie es schneit, aber es ist genau das, was auch diese Szene ist, auch die dann die Erinnerungskünstlerin da wie gebaut hat, ja, und du sagst, okay, what? Es ist jetzt hier irgendwo bewusst so ein offenes Ende gelassen, irgendwie so eine gefaltete Acht, die sich nicht wirklich trifft oder wie auch immer. Also ich habe es noch nicht für mich selbst das komplett durchdrungen, aber es hinterlässt so ein Gefühl, wo ich sage, okay, cool, das ist genau in den richtigen Stellen so ein bisschen die Fragezeichen gesetzt. Man kann auch mittlerweile echt sagen, typisch Villeneuve, also ne, das ist ja mittlerweile echt so ein bisschen aus seiner Handschrift, und deswegen passt, ne, er auch dieses zu diesem Film, zu dem, ja, Franchise wird es leider wohl nie, weil auch der Film leider nicht ansatzweise sein Geld eingespielt hat, leider. Ja, stimmt.
Ja, stimmt. Wie der Blade Runner, der erste Blade Runner ja auch kein großer Kassenerfolg gewesen ist. Also das ist einige haben dann ja gesagt, das ist fast schon das beste Gütemerkmal, was ich dieser Fortsetzung wünschen kann, dass sie genauso abgestraft wird wie das Original. Die Produzenten mögen da leicht anderer Meinung sein, aber Ironie des Schicksals ist das ein bisschen, ja. Ja, genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin deswegen überrascht, weil also der Trailer auch wieder einen etwas anderen Film einem verkaufen wollte. Oder die diversen Trailer. Also, sie haben mir gut gefallen, aber ich fand, sie haben diese Action-Komponente, wie es sich für einen guten Trailer eben gehört, ne, doch wieder auch sehr stark in den Vordergrund gedrängt. Und ich dachte schon so, oh je, yeah, Blade Runner jetzt mit dieser ganzen Explosion und Action und so, muss das wirklich sein. Und tatsächlich hat sich das ja auf 3 Stunden Film irgendwie verteilt und es gab immer, also trotzdem war das Tempo ruhig zurückgenommen, hat viel Zeit genommen, genau wie das Original auch. Und ich dachte, dass nach dieser Marketingkampagne und nach Vorgeschichte, nach 30 Jahren, wo Blade Runner Zeit hatte, popkulturell einzusickern, dass es dann doch mehr Durchschlagskraft hat. Aber na, so irrt man sich. Ich war auch überrascht. Ich hätte da auch mehr Erfolg erwartet. Ja, schade. Aber so steht er auch für sich, für seine Zeit jetzt und ist eigentlich auch nicht so verkehrt, dass wir dann jetzt nicht in 3 Jahren den nächsten Teil haben. Ist schon okay. Absolut, absolut. Aber auch schön, so, ne? wie einig wir uns an der Stelle sind mit unseren ersten 2 Plätzen nur gedreht. Also ist schon super. Das muss man sagen, ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Also wir sind ja gespannt so ein bisschen, was dann dieses Jahr auf uns kommt. Also vielleicht in einem Satz jeder, so die Enttäuschung in einer hattest du vorhin schon genannt. Klar ist so ein bisschen, was heißt Enttäuschung, aber Justice League hat es halt auch wieder nicht gerissen. Da hätte ich mir auch mehr von erhofft, aber nicht mit gerechnet, muss man auch leider dazu sagen. Das ist so für mich immer noch einer der größten Enttäuschungen. Kingsman 2 war für mich auch echt eine Enttäuschung. Weil der erste okay, wirklich sehr, sehr unterhaltsam war und der zweite, oh, doch grenzwertig. Dann nehme ich den mal von meiner Liste der größten Versäumnisse runter. Ja, auf jeden Fall. Leider ja. Also du wärst, glaub, du bist, wenn du den ersten hast du gesehen und hast du gemocht, höre ich daraus, ne? Genau. Ja, richtig. Dann spar dir den erstmal, schau dir den mal an, wenn du nichts anderes zu tun hast oder so. Okay. Es ist echt schade, also verschenktes Potenzial. Ja, ich hatte ansonsten noch Valerian, die Stadt der 1000 Planeten, hat mich leider enttäuscht. Habe ich auch gesehen, ich habe relativ schnell aus der Kritik schon rausgelesen, dass der Film auch generell bei der Welt nicht so gut ankommt. Ich mag halt Luc Besson sehr und er hat sehr lange daran gearbeitet. Ich hätte es ihm echt gewünscht, dass er auch gerade, weil das ist ein komplett frei finanzierter Film gewesen, nicht von Hollywood Studios, sondern halt so mit 100 Millionen Budget gehabt und dafür hat er halt einfach irgendwie für mich nicht so richtig abgehoben. Ich fand den Trailer richtig ätzend. Mit der Musik und so. Den Film an sich fand ich okay. Er hatte ein paar nette Ideen, gerade am Anfang mit diesem Schmugglermarkt und so. Da waren schon ein paar coole Sachen mit drin. Aber auch die Hauptfiguren sind nicht unbedingt die Sympathen vor dem Herrn. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Die waren sehr, sehr unterkühlt. Also schon die Darsteller waren irgendwie sehr unterkühlt. Und dann waren sie halt eben auch noch irgendwie, haben die Rollen es nicht besser gemacht von ihnen. Und also deswegen, ich muss nochmal dazu sagen, ich fand den Film nicht extrem schlecht, sondern es ist nur deswegen eine große Enttäuschung, weil ich mir mehr erhofft hätte und auch gerade mehr gewünscht hätte. Mhm. Ja, und dann Atomic Blonde ist noch so eine überraschende Enttäuschung. Atomic Blonde, so ein Actionfilm mit Charlize Theron. Ich hatte, weil es ist von einem der Macher von John Wick gewesen und ich dachte, es wäre so ein richtig schöner, so auf 80er Jahre getrimmter, cooler Actionfilm, aber irgendwie, ich fand den Film vor allen Dingen eines, nämlich langweilig. Ich bin einfach nicht warm geworden mit ihm und dann haben sie noch versucht, die ganze Zeit so ein parallel die Geschichte des Mauerfalls so ein bisschen, also sagen wir mal so, oder besser gesagt, das Berlin der 80er Jahre so ein bisschen reinzubringen, aber irgendwie, das hat sich überhaupt nicht verbunden mit dem eigentlichen Plot. Das ist alles so parallel zueinander, ein bisschen so vor sich hingetröpfelt und gefuddelt. Und Charlize Theron, da habe ich mir gedacht, okay, ich liebe Charlize Theron auch als Actionheldin in Mad Max, aber hier in dem Film irgendwie hat sie zu sehr, wie soll ich sagen, gekämpft wie ein Mann und zu sehr sich darauf verlassen, so krass zu kämpfen und so stark zu sein wie ein Mann und irgendwie nicht so sehr auf Geschicklichkeit und auf was weiß ich andere Sachen gebaut, sondern einfach volle Kanne, full on Metal irgendwie irgendwelche Muskelberge verprügelt und also ich weiß nicht, also insgesamt war das für mich dann eine Mischung, die nicht so gut aufgegangen ist. Ja, kommt nicht, genau, sehe ich auch so, kommt nicht an John Wick ran. Da fand ich die ersten beiden, beide Teile besser als Atomic Blonde.
Genau. Ja, Enttäuschung, ja. Also ich war schon von vornherein ein bisschen skeptisch, wie ich den ersten Trailer gesehen habe. Dachte ich sofort, aha, ist das jetzt John Wick in weiblich, aber. Ja. Das war meine Hoffnung. Ja, genau, im Endeffekt. Das war meine Hoffnung. Ich hatte gehofft, weil mir John Wick gut gefallen hat, dass ich sowas in weiblich sehe mit einer schönen Charlize Theron in Berlin der 80er Jahre. Und deswegen, ich habe mich einfach so ein bisschen mehr gefreut auf einen schön unterhaltsamen, aber leicht verdaulichen Actioner und bin dann einfach, ja, angeödet worden, kann man sagen. Der Film wird auch nicht besser durch Til Schweiger, muss man dazu sagen. Das war wirklich ein witziges Thema. Ich habe mich gefragt, was ist passiert? Hat Til Schweiger den irgendwie Filmförderung besorgt? Oder warum ist er da drin gelandet, ja? Für diese bescheuerte kleine Minirolle. Ja, aber das ist doch oft so, wenn da eine deutsche Filmförderung mit drin ist, kommt irgendwo ein deutscher Schauspieler noch mit dazwischen. Das ist ja so. Also jedenfalls, so hat sich das für mich auch angefühlt. Als hätten sie ihn irgendwie, ach komm, wir haben diesen Deutschen, den müssen wir noch irgendwo unterbringen, na, dann komm, dann geben wir ihm, tun wir ihn dahin, da kann er nichts kaputt machen. So in etwa. Also es ist, ja, naja. So ist es. Ansonsten und Guardians of the Galaxy 2 war ich nicht besonders begeistert von, muss ich sagen. Da fand ich den ersten Teil halt wesentlich besser und der zweite Teil hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, halt wie eine Wiederholung des ersten, so ein bisschen auf dem ersten aufzubauen. Ich fand auch, er hatte seine Momente, gerade auch wieder die Anfangsszene mit der Musik und so, war wieder toll gemacht, ne, die Idee. Und hat es für mich jetzt auch, also enttäuscht bin ich da ganz sicher nicht von gewesen in dem Fall, aber für die Top 10 hat es bei mir halt an der Stelle knapp nicht gereicht. Das waren jedenfalls so meine Enttäuschungen. Hast du noch eine? Sonst nee, also wie gesagt, ich war eher ein bisschen enttäuscht von dem Jahr, dass es nicht irgendwie einen Film gab, der so richtig rausstach, wo ich sagte, boah, definitiv meine Nummer 1. Das gab es dieses Jahr halt nicht so richtig. Das stimmt, als du mich angeschrieben hattest und gefragt hast, hier wollen wir das machen, das 2017, ja, dachte ich, ja klar, gerne, aber ich dachte echt, Mist, habe ich überhaupt so viele Filme gesehen? Was für Filme sind, gab es denn überhaupt 2017, über die man reden kann? Ja? Dann habe ich halt recherchiert und festgestellt, es waren doch mehr, als man meint, aber es eben, also mir ist auch nichts so richtig krass, oder viele Filme sind mir nicht so im Kopf geblieben, wie man es eigentlich vielleicht wünschen würde. Ja, ganz genau, also wenn ich hier mal kurz schaue, Moment... Das sind jetzt, glaube ich, nur die US, aber klar, einer der erfolgreichsten Jahre letzten Jahres, also vom finanziellen, einen haben wir gar nicht besprochen, Die Schöne und das Biest, der war auch extrem erfolgreich, aber für mich jetzt ein Top-Film. Nee, ist bei mir am Radar vorbeigeflogen. Apropos vorbeigeflogen, am Spinnennetz, Spider-Man war okay, aber war für mich jetzt auch kein Top-10-Film. Thor Ragnarok genauso wenig. Ja, oder halt die typischen Animationsfilme, die das Jahr kommen, oder Fast and Furious, Lego Movie, oder Pirates, einen habe ich noch, Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, auch gefloppt, mehr oder weniger an den Kinokassen, war jetzt halt auch nicht wieder der Sprung, also war wieder, Standard 0,18, hat aber auch fast 800, war doch erfolgreich, wenn man es so sieht, worldwide fast 800 Millionen Dollar. Es ist nicht ganz verkehrt, ne? Hat nicht die Milliarde, was man vielleicht erwartet hat von einem Flug der Karibik, aber immerhin. Ja. Alien Covenant. Oh, war noch so ein Film, der habe ich schon verdrängt, stimmt. Ja, der einfach hier rein und da rausging irgendwie. Ja, vor allem damit war es das dann. Ne? Also, die haben Ridley Scott gesagt, nö, ist nicht mehr mit Fortsetzung. Ist vorbei. Ja. Ja, naja, so ist das. Ja, und ein Transformers erwähnen wir nicht. Stimmt. Ne? Also da gibt es sicherlich noch einige. Oder Mord on the Orient Express. Im Orient Express, ja. Fand ich gar nicht so schlecht, wie viele ihn gemacht haben. War sehr cool inszeniert, auch tolle Kamerafahrten. Das ist vielleicht auch für dich wieder ganz reizvoll, falls du ihn noch nicht gesehen hast. Habe ich auch nicht gesehen, ich habe den Trailer gesehen. Ich dachte mir so, okay, auch wieder so eine Aufgabenstellung. Well, so also ein Film aus den 60ern verfilmen, was kann dabei rauskommen? Ist natürlich klar, ne? Wer den alten Film nicht kennt und wer ganz neu rangeht, für den ist natürlich schön, dass dieser alte Agatha Christie-Stoff nochmal neu aufgelegt wird, aber ist für mich auch immer so ein bisschen, ich bin da immer erstmal grundsätzlich skeptisch und frage mich, was kann mir dieser Film Neues bieten, was ich nicht schon erlebt habe, entweder aus dem Buch oder eben aus dem ersten Film, der rauskam. Ich habe gestern oder vorgestern habe ich sogar noch Baywatch gesehen, den Film. Fand ich gar nicht so schlimm, wie ich es erst befürchtet habe. Also er war gar nicht so extrem albern. War okay. Noch eine Enttäuschung. Aber was heißt Enttäuschung? Man hat es ja irgendwie schon
befürchtet und spätestens nach dem Trailer gewusst, The Dark Tower, ne, wenn wir bei Stephen King vorhin waren, war definitiv auch eine Enttäuschung. Das hätte man besser umsetzen können. Hab ich auch noch nicht gesehen, hab den Trailer gesehen, war lass auch es, so. Ich lass es. Wirklich, also das ist Zeitverschwendung pur. Leider, leider. Jumanji, den habe ich noch nicht gesehen, aber also ich bin noch nicht scharf drauf, ihn zu sehen. Das würde ja auf die Liste von Dingen kommen, auf die ich nicht scharf bin. Ist extrem erfolgreich. Ist der schon, ne? Ja, der läuft ja gerade und ist extrem erfolgreich. Der läuft gerade, ja. Aber auch noch nicht. Tja, siehst du mal. Naja, für ein anderes Mal besprechen wir dann. So machen wir es. Ja, zum Abschluss habe ich noch was für unsere Hörer, denn wir haben hier noch eine CD zugeschickt bekommen vom Verleih, nämlich den Soundtrack, wenn wir schon die ganze Zeit über Musik sprechen, nämlich von The Last Jedi Star Wars. Die verlosen wir heute. Was müsst ihr machen? Schreibt uns eure Top 10 Filme über Twitter, Facebook, unsere Homepage oder per Mail. Einfach mal, dann können wir ein bisschen mal vergleichen oder generell auch gerne eure Meinungen zu unseren Top 10 Filmen. Lasst mal was da, schreibt uns oder auch über Patreon, wie ihr möchtet. Dann könnt ihr auch gerne auch gleich spenden. ja, das macht bitte und unter allen Teilnehmern verlose ich dann die CD zu The Last Jedi, weil auch da muss man ja sagen, der Soundtrack von John Williams für Star Wars Episode 8 war wieder richtig, richtig gut. Oder? Ne, ich muss sagen, also es ist mir in keinster Weise aufgefallen. Ich würde sagen, das muss man als positiv bewerten. Ja. Also es ist einfach ein. Die Musik hat sich für mich wie Star Wars angefühlt und es gab nicht so ein wirklich neues Thema, würde ich sagen. Das Rey-Theme wieder drin gehabt, das Luke-Theme und natürlich viele klassische Themes vom Imperium etc., aber in der Summe, wie du schon sagtest, es passte perfekt, weil es war wieder klassisch Star Wars und deswegen kann das man sich die CD auch sehr gut anhören. Ja. Ja, totally. Absolut. Gut, in dem Sinne, ich bedanke mich bei dir, lieber Daniel, für deine Zeit. Ich lade dich gerne wieder ein. Also wir müssten vielleicht wirklich mal überlegen, dass wir uns mal ein bisschen mehr Zeit lassen und ein bisschen über Twin Peaks sprechen, sowohl über die alten als auch über die neue Staffel. Sehr, sehr gerne. Kann ich nur zurückgeben, sehr gerne. Ja. Und das machen wir. Das machen wir auch. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Abend. Man weiß ja nie beim Podcast, wann man einen hört. Das ist ja ähnlich wie bei YouTube genauso, alles was on demand ist. Hört mal und schaut mal vor allem beim YouTube-Channel vom lieben Daniel rein. Wir verlinken das natürlich alles hier in den Shownotes. Und ja, in diesem Sinne, bis die Tage. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. Aber halt, stopp, das war noch nicht alles. Als kleines Bonbon kriegt ihr jetzt noch 3 wunderbare Filmkritiken von unserem Freund, dem Peter, aufs Ohr. Einmal der Greatest Showman, The Killing of a Sacred Deer und für Peter der Favorit für einen Oscar, Die dunkelste Stunde. Viel Spaß. Wem die Ehre, der größte Showman zu sein, gebührt, darüber könnte man wahrlich streiten, ohne dass man zu einem eindeutigen Ergebnis käme. Aber in die engere Wahl dürfte auf jeden Fall ein gewisser P.T. Barnum gehören. Immerhin gilt er als Erfinder des modernen Showgeschäfts. Als Sohn eines armen Schneiders bleiben P.T.s Träume zunächst unerfüllt, bis er eines Tages als junger Mann auf die Idee kommt, ein Kuriositätenkabinett zu gründen, so eine Art Museum der Sensationen. Nach und nach erweitert er es um besondere Menschen, und zwar um solche, die man bisher nur auf Jahrmärkten als sogenannte Freaks präsentiert bekam. Doch dann engagiert er immer mehr Artisten, Künstler, Sänger und Tänzer, und aus seinem Kuriositätenkabinett wird der erste Zirkus der Neuzeit. Greatest Showman entführt seine Zuschauer in die Anfänge der Massenunterhaltung, zurück in die 70er Jahre. In diesem Fall die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. Die Zuschauer werden auf eine Zeitreise geschickt in die goldene Ära der USA nach dem Bürgerkrieg, in der die Musik erstaunlich modern klingt. Come on, come on, come on, come on. To anyone who's bursting with a dream.
Der Film ist alles andere als ein Biopic, schon eher ein Leinwandmusical, das sich sein dürres Handlungsgerüst bei Barnums Leben ausleiht, um daraus ein opulentes Leinwandfeuerwerk zu zaubern. Voll wunderbarer Zirkuskulissen, traumhaft schönen Kostümen und berauschenden Tanzeinlagen. Ein bisschen erinnert das Ganze an den Klassenprimus in Sachen Kinomusicals Moulin Rouge. Auch wenn er da nicht ganz rankommt, aber schon verdammt nah dran ist. Was unter anderem daran liegt, dass auch die Kamera das Geschehen mindestens so schwungvoll einfängt, wie es aus den Lautsprechern kommt. Denn Dreh- und Angelpunkt in einem Musical ist, na, wer kommt drauf? Richtig, die Musik. Und die stammt vom selben Komponistenduo, das letztes Jahr für seine Songs zu La La Land mit einem Oscar belohnt wurde. Dass Hugh Jackman, der mit Leib und Seele hinter diesem Projekt steht, nicht nur ein richtig guter Schauspieler ist, sondern auch tanzen und singen kann, konnte man ja schon in Les Misérables bewundern. Noch hier zeigt er sein ganzes Können, aber er ist nicht der Einzige. Mit ihm singen und tanzen Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya und Rebecca Ferguson, als gäbe es kein Morgen. Er heißt Steven und ist ein erfolgreicher Herzchirurg. Sie heißt Anna, ist Augenärztin und mit ihm verheiratet. Zusammen mit ihren beiden Kindern lebt Familie Mustermann in einem schönen Haus in einem idyllischen Vorort. Also alles in Butter. Doch dann lernen sie den 16-jährigen Halbwaisen Martin kennen. Was für ein sympathischer Junge. Ja, nicht? Ja, wirklich. Wie ist sein Vater gestorben? Autounfall. Auf der Heimfahrt in einen Mast gerast. Er war sofort tot. Wie lange kanntest du ihn? Eine ganze Weile. Er war ein Patient von mir, vor Jahren. Sag ihm doch, dass er wieder vorbeikommen soll. Mach ich. Er könnte ein toller Freund für Bob sein. Was übrigens der Sohn von Steven und Anna ist. Aber das haben sie sicherlich schon geahnt. Doch anstatt zu Bob, sucht Martin immer häufiger den Kontakt zu Steven. Und so schellt dessen Telefon mal wieder, als er auf dem Weg in die Tiefgarage ist. Hallo? Hallo? Wie geht's dir? Mir geht's gut, Martin. Stimmt etwas nicht? Nein, ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass ich heute einen wunderbaren Tag hatte. Das freut mich wirklich sehr. Ja, ich dachte, ich sollte mich revanchieren und würde dich deshalb gerne einladen. Zu einem Abendessen bei mir zu Hause. Meine Mom wird sich sehr freuen, dich zu sehen. Sie macht Hackbraten. Das ist sehr nett von dir. Das machen wir irgendwann. Morgen Abend. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Oder im Klartext, der Junge versucht, Steven mit seiner Mutter zu verkuppeln. Ich und meine Mom dachten, es wäre schön, wenn du heute Abend zum Essen vorbeikämst. Hast du es dir um 8? Das ist sehr nett von dir, aber heute Abend schaffe ich es nicht. Meine Mom wird aber traurig sein. Kann ich dir was verraten? Sag es ihr aber nicht. Ich glaube, sie findet dich toll. Ich meine, sie fühlt sich von dir angezogen. Aber sie sagt, das ist nicht wahr. Aber ich bin mir da sicher. Und ihr passt perfekt zueinander, finde ich. Ihr werdet ein ganz tolles Paar. Deine Mutter ist sehr schön, aber der Gedanke, dass sie und ich jemals zusammen sein könnten, ist absurd. Ich bin immerhin ein verheirateter Mann. Und ich liebe meine Frau und meine Kinder über alles. Wir sind glücklich zusammen. Was allerdings nur fast stimmt. Und das merkt man daran, dass sich die heimische Situation von Steven zusehends verspannt. Was soll ich sonst noch machen? Etwas, das all dem ein Ende setzt, das will ich. Kannst du dafür sorgen? Dir ist doch klar, Steven, dass wir deinetwegen in dieser Lage sind. Also, was schlägst du vor? Den Rest überlasse ich jetzt ihrer Fantasie. The Killing of a Scarlet Deer ist ein lupenreiner Psychothriller mit Anklängen an griechische Heldenmythen. Also schon ein bisschen anspruchsvoller als die Special-Effects-Rekordversuche der handelsüblichen Krawalltütenfilme. Denn er erzählt auch noch ganz nebenbei von der Zerbrechlichkeit des Glücks, während man vor Spannung seine Fingernägel in die Unterarme seines Sitznachbarn bohrt. Haben Sie vielen Dank. ...1940. Der Zweite Weltkrieg ist im vollen Gange. Im sogenannten Westfeldzug überrennen die deutschen Truppen die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Norwegen. Frankreich steht vor der Kapitulation und als nächstes soll England angegriffen werden. Dort ist erst seit wenigen Tagen der neue Premierminister Winston Churchill im Amt. Der Mann ist aber alles andere als unumstritten. Nicht nur, dass er bereits einige schwerwiegende militärische Fehlentscheidungen getroffen hat, auch gilt er als launisch und unberechenbar.
Er ist also nicht die erste Wahl, aber die letzte Chance. Denn sein Vorgänger Neville Chamberlain vertrat die Ansicht, dass man mit den Nazis einen Friedensvertrag aushandeln könne. Und er tut es immer noch. Und bevor unsere Streitkräfte vollständig ausgemerzt werden, ist die Zeit für Verhandlungen gekommen. Hitler wird nicht auf unerhörten Forderungen bestehen. Wie viele Diktatoren müssen wir noch umwerben? Man kann mit einem Tiger nicht vernünftig reden, mit dem Kopf in seinem Maul! Aufgrund der jüngsten Ereignisse hält Churchill ein Friedensabkommen mit Nazi-Deutschland allerdings für eine, wie man gerade hören konnte, Fehleinschätzung. Aber was wird Churchill stattdessen tun? Die Antwort auf diese Frage bekommt man entweder aus einem guten Geschichtsbuch oder dem beeindruckenden Biopic-Historiendrama Die dunkelste Stunde. Und dieser Film bringt alles mit, was ein außergewöhnliches Kinoerlebnis braucht. Ein großartig geschriebenes Drehbuch, eine mindestens genauso souveräne Inszenierung und einen alles überragenden Hauptdarsteller. In diesem Fall Gary Oldman. Dass der ein Schauspiel Großkaliber ist, muss man niemandem erklären, der ihn jemals hat arbeiten sehen. Aber was er hier abliefert, sprengt alle Grenzen. Warum? Weil er einen Menschen spielt, der in Wort und Bild weltweit bekannt ist. Und so hätte Oldman nur allzu leicht ins Zitieren und Posen kommen können. Ist er aber nicht. Was er stattdessen hier in einer unglaublichen Maske auf die Leinwand bringt, lässt jeden, der sich ein bisschen intensiver mit Film und Schauspiel beschäftigt, im Dauerstaunzustand erstarren. Nur ganz selten fällt einem auf, dass Winston Churchill ab und zu ein kleines bisschen Ähnlichkeit mit Gary Oldman hat. Wir wollen in die Zukunft schauen. Gerne, denn da bleibt nur noch eine Frage offen. Kann ein Schauspieler für eine Rolle den Oscar doppelt bekommen? Sozusagen als siamesischen Zwillings-Oscar? Wenn ja, dann wäre jetzt der richtige Moment dafür. War auch nur eine Frage der Zeit. Oh, allerdings!